Jubiläum des NABU Wiedertal. Schön, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind. Das freut uns. Ganz besonders begrüßen möchte ich den Regierungspräsidenten Marc Weinmeister, herzlich willkommen, den Bürgermeister der Gemeinde Wiedertal, Klaus Kieger, Mitglieder des Gemeindevorstands, der Gemeindevertretung, Mitglieder der Ortsbeiräte, stellvertretend die Hausherrin hier, Andrea Claudi, den Landesvorsitzenden des NABU, Gerhard Eppler, den Kreisvorsitzenden Heinz-Günter Schneider, NABU-Kreisvorsitzenden, die vielen Vorsitzenden und Mitglieder der Ortsgruppe, weil der Frankenberg, sage ich auch einer herzlich willkommen, den neuen stellvertretenden Leiter des Nationalparks Kellerwald-Wiedersee und auch heutiger Vortragshaltender nach dem Rede, herzlich willkommen. Der Vertreter vom Naturpark, der Herr Roth, war angekündigt, den habe ich noch nicht gesehen, weiß nicht, ob der noch kommt. Hendrik Lock, Kommunalwald Kellenberg, herzlich willkommen. Die Carsten Müller vom Landtagspflegeverband habe ich auch noch nicht gesehen, war auch angekündigt. Ja, von der Presse begrüße ich Olaf Dudek vom Wiederdampfradio und den Matthias Schuld vom der WLZ. Und natürlich begrüße ich auch Sie ganz herzlich, die lieben Mitglieder des NABU Wiedertal. Von den 540 sind heute nicht alle erschienen, aber trotzdem auch wie Sie herzlich willkommen. Vielleicht kurz noch was Organisatorisches. Sie haben teilweise Masken auf, das ist auch gewünscht und erlaubt. Das ist nicht verpflichtend hier, aber wir sehen es gerne, wenn Sie auch die Maske tragen. Wir werden, denke ich, bevor der Vortrag losgeht, nochmal eine kurze Pause machen und nochmal richtig durchlüften, dass wir so ein bisschen Luft durchziehen lassen können. Ein Hinweis zu den Getränken. Der Sekt ist nicht von uns, aber der Apfelsaft, der ist von unserem Apfelpresstag, dem 11. Presstag in Bringhausen, dem Apfelfest, die ist ja gepresst von unseren Eigensteuerstiefeln. Also wer noch nicht hat, gerne im Laufe der Veranstaltung auch mal ein Gläschen Apfelsaft probieren. Ja, am Büchertisch hinten, Schrift zum heutigen Tage, Natur im Wiedertal von Wolfgang Lübcke. Das Buch ist für 10 Euro erhältlich, ist letzte Woche erst aus der Presse gekommen und auf den Druck gekommen und wurde vor allem Matthias Schuld auch schon in der Presse letzte Woche vorgestellt. Deswegen werde ich das heute Abend nicht nochmal explizit tun. Wolfgang Lübcke, der Autor, lässt sich entschuldigen für den heutigen Tag. Er ist erkrankt und kann deshalb der Veranstaltung nicht teilnehmen. Ist sicherlich für ihn sehr schwer, dass das nicht so ist, weil er ist ja einer der beiden noch aktiven Gründungsmitglieder, neben Walter Mayer, der hier vorne sitzt. Und das tut uns sehr leid, aber ich denke, wir werden seine Grüße von hier aus dann nochmal übermitteln. Ja, danken möchte ich den vielen Helfern beim Aufbau zu dieser Veranstaltung und auch beim Unterstützen des Getränkeausgabe im Einlassbereich. Ich hoffe, dass auch morgen oder heute Abend noch jemand da ist, der hilft beim Aufbau. Vielen Dank. Ja, bevor wir in die weitere Tagesordnung einsteigen, haben wir ein trauriges Thema. Ich möchte Sie bitten, zum Gedenken um den langjährigen NABU-Geschäftsführer Hessen, Hartmut May, für einen Gedenkminute zu erheben. Hartmut May ist am 25.08.2022 im Alter von 61 Jahren gestorben. Schon als 15-Jähriger hat er sich für den Naturschutz in Wiedertal engagiert. Er initiierte viele Biotop- und Artenschutzprojekte und legte bei zahlreichen Arbeitsansätzen Hand mit an. Schwerpunkte seiner Arbeit waren der Amphibien- und Fledermausschutz. Sein Buch über die Amphibien und Reptilien im Waldeck Frankenberg ist nach wie vor hessenweit einzigartig. Hartmut Mays Berufswechsel vom Bankkaufmann zum Landesgeschäftsführer des NABU Hessen war ein mutiger Schritt. Er hat einen wesentlichen Anteil an der Entwicklung des NABU Hessen vom Vogelschutzverein zu einem modernen, schlagkräftigen Naturschutzverband. In der Zeit seines Wirkens hat sich dessen Mitgliederzahl mehr als vervierfacht. Von dieser Entwicklung haben wir auch im Wiedertal gut partizipiert. Als Landesgeschäftsführer blieb Hartmut zusammen mit seiner Frau Hildrud auch weiterhin Mitglied im NABU Wiedertal. Das hat uns immer sehr mit Stolz erfüllt. Ich nenne nun einige Schlagworte seiner herausragenden Projekte, in der sich Hartmut May im Wiedertal und im Landkreis Waldeck-Frankenberg eingesetzt hat. Das sind unter anderem die Ausweisung und Aufbau des Nationalparks,
Vertretung des NABU im Nationalparkbeirat, Mitarbeiter der Nationalparkerweiterung, bei der Nationalparkerweiterung, Aufbau der Jugendburg Hessenstein, Biotopenschutzprojekte und Stiftung Hessisches Naturerbe in der Lederau bei Rennerthausen und an den Mineralquellen von Kleiner. Wir werden ab Mai in dankbarer Erinnerung behalten. Ich danke Ihnen. Zur weiteren Vorgehensweise vielleicht kurz. Also ich werde jetzt erstmal etwas Vereinsgeschichte nach dem Wiedertals kurz sagen. Danach gibt es Grußworte von den Festrednern und im Anschluss werden wir dann gespannt im Vortrag von Achim Friede lauschen. Am Ende bitte ich Sie noch, auch nach dem Vortrag zum gemütlichen Beisammensein hier zu bleiben. Wir würden gerne mit Ihnen das Gespräch noch suchen. Ja, die Vereinsgeschichte. Am 6. November 1952 taten sich einige 11- und 12-jährige Andraffer Jugendliche zusammen und gründeten in Dreschmaschinenschuppen in Andraff eine Jugendgruppe, Naturschutzgruppe aus eigenem Antrieb. Kein Erwachsener hat damit bei den Taten zugetan. Motiviert wurden sie später dann durch ihren Biologielehrer Eduard Schof vom Bad Wilmer Gymnasium. Die praktische Arbeit in den ersten Tagen gliedert sich vom Bau von Vogelfütterungen, Einsammeln von Futtermöglichkeiten und Sammeln im Ort und Beobachtung von Vögeln an den Fütterungen. Die Gruppe schloss sich zuerst mal dem Tierschutzverein Bad Wildungen an, aber ab 1956 kam dann der Übertritt zum Deutschen Bund für Vogelschutz, auch am Jahrestag der Gründung am 6.11. Initiative in 1977 wurde die Gründung einer Jugendgruppe in Bergheim mit Filmabenden von Kurt Hartmann unterstützt, der von der Bezirksgruppe Nordhessen aus Kassel dazu anreiste. Weitere Gruppen wurden dann später in Löhne, Altwildungen und Affoltern gegründet. Ab 1958 förderten Erwachsenenmitglieder in Andraff die Arbeit der Ortsgruppe. Allerdings wurde die praktische Arbeit weiterhin nur von den Jugendlichen ausgeführt. Zu der Zeit hatte der Verein dann 56 Mitglieder. Davon waren 30 erwachsene Fördermitglieder und 26 Jugendliche, die Arbeit gemacht haben. Die Arbeit war zu der Zeit dann, gliedert sich auf in die Betreuung von 180 Nistkästen und 25 Futterstellen und die Auswertung der Ergebnisse, die dann an diesen Beobachtungspunkten gesammelt werden konnten. Der Landkreis Waldeck und die Gemeinde Andorf unterstützten die Arbeit jährlich mit Geldspenden. Ja. Die kleine Gruppe in Andraff hat auch kulturell sich in den ersten Jahren eingesetzt, nicht nur für den Naturschutz, und wurde im Winterjahr 1959/60 zum Beispiel ein Kulturprogramm mit Spielfilmen, mit einem Wilhelm Busch-Abend und mit einem Lichtbildvortrag von Eduard Schof organisiert. 1962, zum 10-jährigen Jubiläum, wurde sogar von dem Naturfotografen Armin Blassi aus Giflitz eine Arbeit über die Gruppe gefilmt. Die Mitglieder waren dabei auch die Schauspieler und dieser Film wurde lange Jahre auch eingesetzt, um Werbung für die Gruppe zu machen, aber auch Werbung allgemein für den Naturschutz. Ab 1958 gab es Bestrebungen zu einer Arbeitsgemeinschaft für Vogelschutz hier im Kreis auf Kreisebene. Der Kreisverband gegründet wurde dann allerdings erst im Jahr 1973. Ab 1962 ließen die Aktivitäten in der Gruppe Andraff erstmal ein wenig nach. Das lag daran, dass die damals dann Anfang 20-Jährigen in die Berufswelt einstiegen und auch teilweise andere verlassen haben. Der Trend von dem Futterhäuschen Vogelschutz weg zum Biotopen- und Artenschutz fing aber dort auch schon an. Anfang der 70er Jahre setzte sich der Verein zum Beispiel dann auch bei dem Beginn dieser Regulierung und den Kiesabbau in der Eder ein und setzte für den Schutz der Ederauen ein. Es wurden Misthilfeaktionen für die Wasseramsel im Wesental organisiert. Ab 1975 entstand dann aus der Andraffer Vogelschutzgruppe nach der Gebietsreform der Gemeinde die Natur- und Vogelschutzgruppe Edertal als Gliederung des Deutschen Bundes für Vogelschutz, der seit 1899
sich für die Belange der Natur und des Vogelschutzes einsetzt und heute in der Folgegeneration Deutschlands größter und bekanntester Naturschutzorganisation ist. Ja, Naturschutzarbeit war in dieser Zeit dann auf ganzer Breite, nicht nur im Vogelschutz gegeben. 1991, jetzt kommen wir schon der Zeit näher, gab es dann die weitere Namensänderung zum Naturschutzbund Wiedertal, so wie wir auch heute noch firmieren. Als Gliederung der größten und ältesten Naturschutzverbandes, Naturschutzbund Deutschland, NABU. Dort sind nach meinem Kenntnisstand 875.000 Mitglieder heute organisiert. Herr Eppler weiß vielleicht noch eine genauere Zahl. Von den 875.000 sind 540 Mitglieder, ich sagte es bei der Einleitung schon, alleine Wiedertal Mitglied in NABU. Und das ist, denke ich, eine ganz erstaunliche Zahl. Ja, soweit erstmal zur Geschichte. Ich würde jetzt in die Grußwort gehen. Beginnt mit dem Entwicklungsreferenten. Ja, lieber Jammermann, verehrte Festgemeinde, 70 Jahre ist für einen Naturschutzbund, wie er heute heißt, für eine, wie ich es nenne, eine Naturschutzinitiative eine lange Zeit. Heute, wenn wir uns das Leben anschauen, gibt es viele, die sich im Naturschutz engagieren, Gott sei Dank. Das war aber nicht immer so. Wenn ich mir anschaue, dass die Gedanken des Naturschutzes in den 50er und 60er Jahren bei weitem nicht so ausgeprägt waren, wie wir es heute kennen, und die Fragen eigentlich in den 70er Jahren erst wirklich aufs Tablett kamen, mit dem Bericht des Global Forum, mit den Fragen, wie gehen wir eigentlich mit unserer Umwelt um? Wie bringen wir das in Einklang damit gehen, dass wir das, was wir als Schöpfung bezeichnen, auch bewahren können? Und erst danach hat sich wirklich ein Verständnis entwickelt, dass der Mensch nicht an dem Ast sehen sollte, auf dem er sitzt. Heute sind die Naturschutzverbände ein wichtiger Bestandteil nicht nur des Vereinslebens, sondern des gesellschaftlichen Lebens. Als Regierungspräsident und als Regierungspräsidium kann ich mir eigentlich kein Verfahren mehr vorstellen, was bei uns stattfindet, was nicht unter Beteiligung der Naturschutzverbände stattfindet. Naturschutzverbände sind immer mit eingebunden und engagiert in vielen Fragen, die die Region betreffen. Und das ist gut so. Das, was ich gelernt habe in meiner beruflichen Tätigkeit, ist, das Wichtigste, was wir erreichen müssen, ist Wissen, ist Verständnis für das, was passiert. Ich komme aus einer Familie, die immer sehr naturnah war. Wir waren viel unterwegs, viel gewandert. Aber wenn ich meinen Vater gefragt habe, was ist denn das da für ein Tier? Vogel ganz zu schweigen. Mutsch und dünn. Und wenn man dann selber nicht so die Information bekommt und das Wissen bekommt, wird es dann auch nicht wirklich interessant. Deswegen ist für mich das Wichtigste gewesen, als ich dann meine Frau kennengelernt habe und deren Vater auch seit Kindesbeinen aktiver Ornithologe ist. Und der mich mitgenommen hat und mir mal gezeigt hat, was eigentlich so alles zu sehen ist. Mir Tiere, Vögel benannt hat, Lebensräume erklärt hat, Nahrungsketten aufgezeigt hat,
gezeigt hat, was Biotope sind und wie sie gestaltet sein müssen, damit sie einen Mehrwert bringen. Und da habe ich gelernt, je mehr ich weiß, desto mehr kann ich dafür tun, dass das geschützt wird. Ich kann nur das schützen, was ich wirklich kenne. Und deswegen ist es auf der einen Seite wichtig, dass die Arbeit, so wie der Junge mal eben beschrieben hat, getan wird. Und natürlich ist es am spannendsten, gerade bei Jugendlichen anzufangen mit einer Fütterung und überhaupt erstmal auch eine gewisse Nähe erlauben zu können in vielen Bereichen. Aber noch viel wichtiger aus meinem Gefühl ist das, was man selber als Wissen hat, dass man dieses Wissen weitergibt. Und je mehr Menschen dieses Wissen haben, umso mehr wird auch das Verständnis für die Zusammenhänge in der Natur und wie wir sie mit unserem menschlichen Leben und Gestalten dieses Einengen bzw. zerstören. Nur wenn wir das schaffen, und dafür bin ich in Marburg hier im Edertal sehr, sehr dankbar. Ich habe Wolfgang Lübcke kennengelernt Mitte der 90er Jahre. Da hatte ich überhaupt noch nichts am Hut damit. Und er war damals mein Ausbilder am Studienseminar in Kassel. Aber er hat uns damals schon ein Büchlein mitgebracht, was er geschrieben hatte. Und da hat man dann auch mal neugierig hineingeguckt, weil man ja sein Studienseminar leider auch nicht verärgern wollte. Das stimmt. Aber als man dann gesehen hat, und ich komme aus dem nördlichen Schwarmbäderkreis, und direkt hinter meinem Heimatort Buxhagen fließt die Eder in die Fülle. Und dann auch gesehen hat, da waren dann plötzlich auch Nachweise in Fritzlar, in Niedermöllrich, in Felsberg. Und das war dann plötzlich nahe. Das war etwas, womit ich anfangen konnte. Und dann wird es spannend. Wissen und sehen, dass das nicht irgendwo, so wie ich früher vom Fernseher gesessen habe und dann mir die Filme und die Serie angeschaut. Das war weit weg. Sondern das, was direkt vor der Haustür passiert. Was ich jeden Tag erfahren kann, was ich sehen kann. Das nahe zu bringen, halte ich für das Allerwichtigste. Und ich habe gelernt, was es bedeutet, dann auch sich selber mit einbringen zu dürfen. Den man bei Vogelzählungen mitmacht. Ich habe jetzt den Bereich der Edermündung, Stück der Fulda bis nach Kremnau übernommen, bei den Wasservogelzählungen am letzten Sonntag im Dezember bzw. am ersten Sonntag im Februar. Immer spannend, immer gut. Und der NABU ist ja auch dafür bekannt, dass er, sage ich mal, diese Sache, was ich meine, dieses Mittel von überhaupt mal ein Auge dafür zu bekommen, mit der Stunde der Gartenvögel, mit der Stunde der Wintervögel, auch mal jemanden, der eigentlich nicht so den direkten Zugriff hat, den Zugang erstmal so dafür zu sensibilisieren, was habe ich denn eigentlich um mich herum? Das, glaube ich, ist der richtige Weg, meiner Meinung nach. Um möglichst viele Menschen mitzunehmen auf diesem Weg. Ich glaube, je mehr Wissen wir haben, je mehr Wissen wir vermitteln können, umso besser ist es für unsere Umwelt. Und das hat der NABU in der Tat immer gemacht. Das über 70 Jahre, das ist wirklich eine unglaublich lange Zeit mit viel Engagement. Und deswegen bin ich heute Abend gerne hierher gekommen, um Ihnen dazu zu gratulieren. Wir profitieren als Regierungspräsidium von Ihrer Arbeit tagtäglich. Die Grundlagen von Erzählungen, die Grundlagen von Beobachtungen sind für die Fragen der Oberen Naturschutzbehörde
von immenser Bedeutung. Wenn wir diese Daten alle mit hauptamtlichen Kräften erfassen müssen, hätten wir auch nicht die Kräfte und wir auch nicht das Geld, um das zu tun. Es gibt wenige Wissenschaften, die so auch vom, ich sage es jetzt mal nicht bös gemeint, vom Laienwissenschaftler leben, wie wir es im Naturschutz und gerade auch in der Ornithologie haben. Und das ist wichtig. Und deswegen möchte ich Sie gerne dazu ermutigen, das auch in Zukunft weiter so zu tun und zu machen und dieses zu erheben. Weil das auch für die Arbeit der Naturschutzbehörden von immenser Bedeutung und von großem Wert ist. Deswegen herzlichen Glückwunsch zu 70 Jahren und alles Gute für die nächsten 70. Herr Waldmeister, vielen Dank für Ihre Grußworte. Da möchte ich Ihnen das neueste Werk von Ihrem ehemaligen Studium war es nach dem Reichen, ganz druckfrisch der letzten Woche in der Turmgelande. Herzlichen Dank, Herr Dorn. Ja, da schließt sich an das Grußwort des Bürgermeisters. Klaus Dier. Weiterentwicklung, auch die Fortbildung der
Regierungspräsident hat es gesagt, sicherlich vorbildlich Jugendarbeit im engeren Sinne, Naturschutz, aber allgemein auch ist ein ganz wesentlicher Aspekt, gemeinschaftlich etwas zu tun, was Sinnvolles zu machen, ist ja auch im Sinne einer Gemeinde, des Gemeinschaftswesens, daraus entwickelt sich wirklich Positives. Natürlich sind auch viele Dinge auf Widerständen gestoßen oder haben kein Verständnis gefunden. Aber ich glaube, gerade für den Naturschutzbund Edertal, und da stelle ich den Herrn Lübcke mal ganz vorne raus, der natürlich über Jahrzehnte der Mann an der Spitze war. Er war natürlich immer auch ein harter Verfechter seiner Sache und Überzeugung, aber er hat auch mal Lösungsmöglichkeiten gesucht und war da auch hilfreich. Ich kann mich an einige Dinge in meiner relativ kurzen Amtszeit, jetzt 10 Jahre, erinnern. Das ist ein gutes Miteinander. Er hat schon erkannt, dass man Zugeständnisse machen muss, dass man Ökologie und Ökonomie auch abwägen muss. Aber letztendlich, wenn hier ein Raum genutzt wird, der Natur genommen wird, dass auch ein entsprechender Ausgleich zu leisten ist. Und da hat er immer, glaube ich, auch mehr erreicht, als man es hätte mit strenger Feder hätte ausrechnen können als Ausgleichsmaßnahme. Aber letztendlich sind die Dinge ja auch uns zugute gekommen und prägen natürlich schon die Landschaft hier im Edertal. Ich jetzt auch gerade mal an die Schwimmkaute denke, das ist natürlich eine einzigartige Ruhestätte, die nicht nur für Tiere, Wasservögel ein ganz interessanter Ort zum Verweilen ist, sondern auch für Wanderer oder einfach Naturfreunde, die sich den Weg machen und einfach mal eine halbe Stunde dort sitzen und dem Treiben so zuschauen und natürlich auch zuhören. Ja, die Öffentlichkeitsarbeit ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Auch das ist wichtig gewesen und wurde immer auch wirklich in besonderer Weise beherrscht. Herr Lübcke ist ja auch ein Meister der Worte, der Schrift und Wortes, und das war natürlich immer zu spüren, und er hat uns ja auch immer auch andere Themen nahegebracht, die in der Ortsgemeinschaft interessant sind, darf ich hier am Rande mal erwähnen. Also ich freue mich zusammenfassend für die Gemeinde Edertal, hier stellvertretend für den Gemeindevorstand, für die gute Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund Edertal. Und ich darf allen, die hier mitwirken, mitgewirkt haben, allen Mitgliedern ausdrücklich ganz herzlichen Dank sagen, insbesondere natürlich den ersten langjährigen Vorsitzenden Wolfgang Lübcke, Gründungsmitglied, Herr Mayer, Gründungsmitglied, noch aktiv. Das ist so aller Ehren wert. Und Herr Jungermann, auch Ihnen natürlich, es ist gar nicht einfach, bei einem Verein, wo ein Mann an der Spitze viele Jahre gewirkt hat, jemanden zu finden, der in die Fußstapfen tritt. Und die Bereitschaft ist ja heute gerade bei Vereinen mit umfänglichen Aufgaben und Aufgabenstellungen oft nicht vorzufinden, der diese Aufgabe übernimmt, bereit ist, Zeit zu investieren. Und da darf ich auch ganz herzlichen Dank sagen, Herr Jungermann und den Naturschutzbund Edertal beglückwünschen, dass dies gelungen ist. Denn gerade in letzter Zeit wissen wir, dass Vorstands- und Vereinsarbeit mit allen rechtlichen Aspekten schwierig geworden ist, schwieriger denn je, und die Bereitschaft auf der anderen Seite nicht mehr so da ist, sich einzubringen, die Nerven und vor allem die Zeit dann auch umzusetzen. Herzlichen Dank für das, was entstanden ist. Ich darf Ihnen von Herzen im Namen der Gemeinde Edertal herzlichen Glückwunsch aussprechen für die geleistete Arbeit und wünsche Ihnen natürlich auch, wie unser Regierungspräsident, für weitere 70 Jahre, jetzt sind es dann schon 140, ein gutes Mitwirken, dass Sie auch immer das Wissen weitergeben und es Ihnen gelingt, wenn Sie dann mal jemanden Nachfolger brauchen, dass Sie da auch jemanden finden. Ja, ich habe eine Grußkarte mitgebracht. Wir haben uns erlaubt, uns an der Festschrift, das ist ja ein richtiges Buch geworden, Festschrift ist eigentlich nicht der richtige Ausdruck, zu beteiligen, neben dem Zuschuss, den wir sonst leisten. Insofern habe ich jetzt nur eine Grußkarte mitgebracht, aber auch einen kleinen Spruch hier angefügt. Was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt morgen aussieht. Marie von, jetzt muss ich gucken, Marie Hoffner. Das ist
glaube ich, das, was damals schon in 1952 die Jugendlichen umgetrieben hat. Und sie haben gesehen, was die Zukunft erbracht hat, was daraus entstanden ist. Und ich glaube, in diesem Sinne würden ich Ihnen wünschen, wenn Sie da anknüpfen und das für die nächsten 70 Jahre mal auch wieder zurückblickt und kann sagen, das, was Sie heute getan haben, ist dann in ferner Zukunft noch sichtbar und entwickelt sich positiv. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, lieber Klaus Thier. Ich nehme das mal als Bewerbung für die nächsten 140 Jahre, für die weiteren Vorsitzenden. Ich habe beides im Hinterkopf. Auch Ihnen natürlich ein erstes Exemplar der Festschrift. Vielen Dank auch nochmal für die finanzielle Unterstützung an alle Gemeindegremien. Ja, dann kommen wir zum nächsten Bußvertreter, unseren Landesvorsitzenden Gerd Eckler. Lieber Markus Jungermann, liebe Festgäste, ich könnte die Begrüßung mal so ab, wenn Sie mir erlauben. Ich bin heute schon auf dem Weg hierher, der Länge nach, durch Hessen gefahren. Ich komme ja ganz aus dem Süden, ne, und habe mich hier in den Norden begeben. Aber es war mir ein Anliegen, denn nicht nur 70 Jahre ist eine beachtliche Zahl, sondern auch die Arbeit, die während dieser 70 Jahre gemacht worden ist. Gerade der NABU Edertal hat auch viele Mitglieder hervorgebracht, die ganz hervorragende Fachleute sind. Ich verkneife mir hier welche zu nennen, dann habe ich immer den einen oder anderen vergessen, das ist sehr gefährlich. Es sind nämlich viele, also die nicht nur Hand anlegen, sondern die sich auch sehr gut auskennen mit der Natur. Und wenn wir uns heute die runden Listen anschauen, nicht nur die Tiere und Pflanzen werden selten, sondern es werden auch selten diejenigen, die sich noch mit ihnen auskennen. Deswegen ist es auch wichtig, Jugendarbeit, Weiterbildung und sowas zu machen. Man weiß ja nicht, ne, wen man als Kinder vor sich hat. Vielleicht wird mal einer Regierungspräsident, ne, und dann ist das ja durchaus positiv. Ne. Also während dieser 70 Jahre hat sich natürlich viel verändert. Ne. 1952, wie gegründet, das war in der vollkommen anderen Zeit. Ne. So nach dem Krieg, ne, da war, ne, war vieles noch zerstört und musste wieder aufgebaut werden, die Wirtschaft musste wieder aufgebaut werden. Damals waren auch die Aufgaben im Naturschutz andere. Also wenn man hört, sie haben sich auch um die Vögel gekümmert, sie haben Nistkästen aufgehängt, kontrolliert. Also das machen wir natürlich auch heute noch, das ist nach wie vor wichtig. Aber manchmal werden die Naturschützer auch so ein bisschen als die Meisenzüchter so bezeichnet. Also etwas despektierlich. Aber es ist wirklich wichtig, sich darum zu kümmern. Denn ich denke auch aus so Dingen, über die mancher lächeln, ob man jetzt Vögel im Winter füttert oder nicht, sagen wir, das ist für den Naturschutz gar nicht so entscheidend. Aber entscheidend ist, dass man direkten Kontakt mit der Natur erhält. Und das ist wichtig, denn alle, die hier sich am Naturschutz engagieren, die kennen nicht nur die Natur, sondern sie lieben auch die Natur. Und das kriegt man nicht, indem man im Internet nach den Tieren googelt, sondern indem man einen Frosch mal in der Hand hat, indem man wirklich einen direkten Bezug zur Natur hat. Das ist eine ganz andere Voraussetzung und daraus erwächst auch der Antrieb, sich für den Erhalt und die der Natur einzusetzen. Ich kann mich noch gut erinnern, ich glaube, es war das 75. Jubiläum vom NABU Deutschland, wo Klaus Töpfer da war, in Stuttgart in der Liederhalle. Ich kann mich noch erinnern, wie Klaus Töpfer gesagt hat, naja, im Moment werde ich immer großen Firmen eingeladen zum 25. Jubiläum oder sowas. Und er sagte, und dann fällt mir ein, so eine Generation danach, nachdem die Wirtschaft aufgebaut worden ist, nachdem auch der Wohlstand sich entwickelt hat, wo aber dann allmählich man sieht, dass diese Entwicklung ihre Schattenseiten hat. Wie wir mit der Natur umgehen, wie wir die Natur, sagen wir, unter die Räder bringen. Und ich hätte es mir nicht denken, vorstellen können, dass auch, sagen wir, katastrophale Entwicklungen in der Natur, die wir jetzt überall sehen,
die trockenen Jahre in den letzten Jahren. Ich hatte gerade Manuel Schweiger natürlich gefragt, ne, wie sieht es denn eigentlich mit dem Wald im Nationalpark aus? Also dass diese Entwicklung mit einer dermaßen einer Rasanz über uns hinwegfegt, dass wir sagen, Leute, wenn man sagt, jetzt müssen wir mal langsam ein bisschen uns um die Natur kümmern, sagt, Leute, es ist fast zu spät. Wir müssen uns wirklich mit großem Einsatz dafür einsetzen, für den Klimaschutz und parallel dazu für den Schutz der Biodiversität. Das erste, der Klimaschutz, das ist mittlerweile in vielen Köpfen angekommen. Aber in den Köpfen, na, da ist es zwar gut aufgehoben, aber es muss vom Kopf in die Hand kommen. Wir müssen etwas tun, jeder muss sich daran beteiligen. Und wir dürfen den Schutz der Biodiversität nicht vergessen, denn die ist nach dem Urteil vieler Fachleute, wird unter Umständen langfristig größere Schäden auf diesem Planeten erzeugen als der Klimawandel. Und um den Schutz der Biodiversität kümmern sich sehr viele ehrenamtlich engagierte Menschen, aber ansonsten, gerade auch in der Industrie, sehe ich da relativ wenig, wer sich in dieser Angelegenheit engagiert. In der hessischen Nachhaltigkeitsstrategie bin ich deswegen mal in eine Arbeitsgruppe gegangen, Industrie und Biodiversität. Jetzt sitze ich in einer Jury beim VCI, beim Verband der chemischen Industrie, die dann jedes Jahr mal überlegen, na, was könnte man wieder neu ausloben, wie könnte sich auch die Industrie daran beteiligen. Denn alle müssen sich beteiligen, die Politik, Industrie und Gewerbe, die Gesellschaft in ihrer ganzen Breite, alle müssen sich beteiligen. Und wo die roten Listen am längsten sind, das ist nicht mal im Wald oder in den Gewässern, sondern die roten Listen sind am längsten in unserer Agrarlandschaft. Und deswegen bin ich ganz froh, dass wir im letzten Jahr einen runden Tisch Landwirtschaft und Naturschutz unter Leitung der Ministerin irgendwie ins Leben gerufen haben, wo wir, sag mal, Landwirte und Naturschützer, das sind ja nicht, sag mal, die geborenen Leute, die so zusammenarbeiten, ne? Da wird oft übereinander geschimpft und man unterhält sich nicht miteinander, sondern übereinander. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Ziel, dass wir in der Art unserer Landbewirtschaftung weiterkommen. Dass wir weniger Pestizide spritzen, aber die einfach abzustellen, damit ist für die Landwirte ja nichts gewonnen. Die wollen ja was ernten, die wollen ja irgendwie die Gesellschaft ernähren. Deswegen müssen wir Alternativen, vielfältige Fruchtfolgen oder sowas machen. Das fordert wieder die Ausbildung der Landwirte. Wir sind jetzt auch mit den ökologisch arbeitenden Landwirten von Verband Ökologische Landwirtschaft und ABL sitzen wir zusammen und die merken jetzt, dass die Leute ihr Geld zusammenhalten müssen, bei der Inflation im Moment, da werden weniger Leute über sich auf ökologisch angebaute Nahrungsmittel. Die merken, Mensch, das geht zurück. Und im Koalitionsvertrag steht 25% bis 2025. Und die ökologisch arbeitenden Verbände haben im Moment Angst, dass es nicht umgedreht läuft. Dass die Leute das nicht mehr kaufen, weil sie es sich nicht mehr leisten können. Und deswegen müssen wir dafür werben, deswegen müssen wir auch die Verarbeitung, das ist ja auch so ein Flaschenhals, ne? Also wir haben zwar Anbieter, wir haben Abnehmer, aber da hapert es noch irgendwo. Also da gibt es sehr viele Baustellen, die wir gerade im Bereich der Landwirtschaft bearbeiten müssen. Und so haben sich die Aufgaben der Naturschutzverbände verändert über die Jahre. Und wenn wir in der Anfangszeit vielleicht auch mit Biotopschutz, mit Pflege von Streuungswiesen, also das war schon viel. Aber mittlerweile sind unsere Aufgaben gigantisch gewachsen. Gerade auch, wenn Sie sagen, Öffentlichkeitsarbeit, die Menschen davon zu überzeugen, zu begeistern, deswegen ist auch Jugendarbeit und solche Dinge, das ist herausragend wichtig und auch wichtig, die Menschen auf die Schönheiten der Natur hinzuweisen. Deswegen freue ich mich auch besonders über das Buch, was unter der Leitung von Wolfgang Lübcke hier erschienen ist und wo sich viele der gar nicht namentlich erwähnten Fachleute hier beteiligt haben. Das ist ganz wichtig, den Menschen zu zeigen, was auf dem Spiel steht. Und ich bin froh und dankbar, dass wir hier eine Gruppe haben, die sich wirklich engagiert hier einsetzen. Und
ich will hoffen, dass das Thema auch in der Politik verstärkt ankommt. Auch beim Thema Klimaschutz muss man aufpassen, dass wir nicht das Klima schützen und dabei die Biodiversität missachten. Und deswegen ist es jetzt auch wichtig, dass wir auch im Ministerium eine Arbeitsgruppe kümmern, die sich um den Schutz speziell, der durch beispielsweise die Windkraft ja unvermeidbarerweise auch wiederum bedrohten Vogelarten, ja, da brauchst du ja nicht aufzuzählen, kennt ja jeder, die sich darum kümmert. Ja, denn wir müssen die Windenergie, die Solarenergie und alle regenerativen Energien engagiert ausbauen. Wir müssen aber parallel dazu dafür sorgen, dass die davon unvermeidlicherweise auch beeinträchtigten Arten trotzdem in einem stabilen ökologischen Zustand sind. Das ist die Aufgabe, der müssen wir uns widmen. Und dazu brauchen wir engagierte Menschen, wie sie hier im Saal versammelt sind. Und auch 500 Leute sind es jetzt heute nicht. Aber es gibt noch viel mehr, wie ich weiß, ne, die sich hier bei euch engagieren. Und dafür danke ich euch also von ganzem Herzen, dass ihr das über die Jahre gemacht habt. Wir als Landesvorstand kümmern uns wiederum auf anderer Ebene. Gerade neulich hatte ich mit dem Staatssekretär mal ein Gespräch, Herr Präsident. Wir wollen das ENAP noch in trockene Tücher bringen, bevor das in den Wahlkampf kommt, dass das nicht ein Wettbewerb nach unten wird. Ne? Also das ist nun mal so ein Thema. Ne? Und also es gibt auch da immer Herausforderungen. Diejenigen, auch die Politik, die beteiligt uns. Ne? Es ist aber gar nicht so einfach. Ne? Also es muss sich ja auch jemand das machen, ne? Was dann auch tagsüber stattfindet. Deswegen bin ich auch froh, dass auch Ältere irgendwie im Raum sind. Ich bin ja froh, dass wir Leute haben, die mal 14 Uhr einen Behördentermin wahrnehmen können. Ne? Alter ist ja keine Krankheit, sondern das geht uns ja allen so. Also dafür herzlichen Dank und weiter viel Engagement, viel Kraft in der Sache weiterzumachen. Und besonders freue ich mich, dass hier bei einem 70-jährigen Jubiläum ein Gründungsmitglied in geistiger und körperlicher Frische, wie ich mich habe überzeugen können, hier noch da ist. Lieber Walter Mayer, ich bitte Sie einfach mal hier vor zu mir, dann habe ich noch mal eine kleine Überraschung. Ich habe mich mit dem Walter Mayer vorhin schon mal so kurz unterhalten, wie so seine Vita so war, ne, hier vom Schwalbenschutz, wie er auch mit dem Walter Lübcke, ne, also und unter anderem mit dem Wolfgang Lübcke, die Gruppe gegründet hat im zarten Alter von 11 bis 12 Jahren. Ich habe gerade gesagt, mein kleiner Enkel ist 4. Ne? Also in 8 Jahren müsste der jetzt auch mal eine Gruppe gründen, das wäre Zeit. Aber wir haben uns über die Schwalben ausgetauscht. Ne? Also die Schwalben, wo ich gesagt habe, die Schwalben, wichtiger als dass die ein künstliches Nest haben, ist, dass die einen großen Misthaufen haben. Die brauchen nämlich was zu fressen. Ne? Und wie es den Insekten bei uns geht, ne? Das ist ja auch mittlerweile alles bekannt. Also dass so jemand wie der Walter Mayer, der auch heute noch irgendwie aktiv und bei der Sache ist, das über so viele Jahre gemacht haben, das sollte man nicht nur in einem Grußwort so nebenbei erwähnen, sondern das ist auch wert, dass es eine Auszeichnung von Seiten des NABU gibt. Und wir haben eine bronzene Auszeichnung, wir haben eine silberne Auszeichnung, aber der Walter Mayer kriegt eine goldene. Ja. Gerne gemacht. Ja. Mit Leidenschaft und mach's heute auch noch gerne. Nur so läuft das ja auch über 70 Jahre. Wie mir das. So, ich probiere. Wenn man nicht kann, auch wenn nicht mehr, dann kann man vielleicht mit Rat und Tat zur Seite stehen. Genau. So, jetzt probiere ich diese Dinge aus der Hülle zu befreien. So. So, das ist die goldene Ehrennadel hier und die darf ich hier an so einer Wehr heften. So, passt, sehr gleichsam. Also viel Kraft, viel Gesundheit und ich mache gleich noch so eine Frage. Vielen Dank.
Ja. Wir beide. Wen decken wir hier jetzt ab? Was ich noch vergessen habe, ich soll nicht nur die Grüße des Landesverbandes, sondern auch die Grüße des Kreisverbandes angeben. Wie es so schön heißt, kurze Worte bewegen die Herzen, lange Worte bewegen die Stühle. Das setze ich jetzt wieder. Lieber Gerhard Richter, vielen Dank für deine Grußworte. Auch du bekommst natürlich den Jubiläumskranz zum mit nach Hause nehmen. Ja, dann kommen wir jetzt schon langsam zum spannenden Punkt. Achim Friede, Vortrag über die Naturschätze der Edersee Steilhänge, Porträt der Erweiterungspflege des Nationalparks. Wir haben jetzt während der ganzen Veranstaltung gelüftet. Ich weiß nicht, wir könnten eigentlich auch weiter machen. Darf ich bitten? Jetzt ausmachen. Sehr verehrte Damen und Herren, lieber Markus, liebe NABU-Freunde, sehr geehrter Herr Regierungspräsident und Bürgermeister, Herr Oetker, lieber Gerhard, darf ich sagen. Ja, es hat mich natürlich total gefreut, dass ich hier eingeladen wurde zu einem Jubiläumsfest. Es ist mir eine große Ehre, zu einem solch bedeutenden Anlass den Festvortrag halten zu dürfen. Ich bin sehr stolz darauf und fühle mich sehr verbunden. Ich bin ja auch nicht weit von hier geboren, Nachbargemeinde in Vöhl. Von daher möchte ich Ihnen aus unserer Heimat schöne Bilder zeigen, einige spannende Informationen, so wie der Regierungspräsident gesagt hat, das Wissen vermitteln. Und ja, einfach auch stolz machen auf unsere Heimat. 70 Jahre NABU-Edertal, das sind 70 Jahre Pioniergeist, Herzblut, wie im Vorwort steht, Engagement, Verantwortung für Natur und Heimat. Das sind 70 Jahre vorbildliches Ehrenamt, kann man einfach so sagen. Ihr wart immer hoch engagiert, motiviert. Und ja, auch außer der Reihe ständig an vielen wichtigen Projekten beteiligt. Wie auch dem, wo ich gleich drüber berichte. Ja, daher bedauere ich es sehr, dass mein Vorbild und Mentor Wolfgang Lübcke gerade heute an diesem Ehrentag selbst, krankheitsbedingt, nicht teilnehmen kann. Sehr traurig, sehr schade für ihn. Ich hoffe, wir können ihm noch berichten über das, was hier gelaufen ist und fast gesagt, wir müssten eine Kamera aufstellen und das ins Wohnzimmer übertragen. Ja, er verkörpert den Spiritus Rector, die graue Eminenz nicht nur des Edertaler Naturschutzes, sondern auch des gesamten Naturschutzes in Waldeck-Frankenberg und über die Grenzen hinaus, können wir auch sagen. Das wissen die Südhessen zum Beispiel. Gleichwohl hat er immer sein Team, die Gründungsmitglieder, Walter Mayer, die aktuellen Akteure und die Projekte bescheiden und seriös in den Vordergrund gestellt. Er war eigentlich in all diesen Dingen, die wir hier so kennen, mit integriert und hat auch, sagen wir mal, die Grenzen des Naturschutzes weit in die Gesellschaft, weit in die Historie, in die Geschichtsforschung, in die Heimatkunde, ja, in das dörfliche und ländliche Leben getragen. Da war ich immer sehr angetan und, wie gesagt, für mich ein Vorbild. Ja, ich gratuliere zu dem tollen Buch, was zustande gekommen ist, und den vielen anderen Schriftenreihen. Das ist ja auch ein deutscher Rekord, dass die Vogelkundenhefte schon im 50. Jahr erscheinen werden. Das ist auch eine Sensation und ein Durchhaltebeweis. Ja, ich wünsche Ihnen allen
viel Gesundheit, Glück und Tatkraft, auch für die nächsten 7 Jahrzehnte, dann wären wir schon bei 210. Ja, für die großen Herausforderungen der Zukunft brauchen wir Sie alle. Alle, die hier sitzen und solche Menschen, die hier bewiesen haben, dass Einsatz fürs Gemeinwohl so wichtig ist. Wir brauchen Sie und auch die Nachfolger, die jungen Leute, mehr denn je. Herr hat es sehr deutlich unterstrichen, dass wir wirklich große Herausforderungen vor uns haben. Ich bin auch als Wissenschaftler auf der einen Seite skeptisch, weil ich vieles von den ökologischen Hintergründen sehr tief und innig mit vielen anderen Fachleuten bei uns diskutiere. Ich bin aber auch immer optimistisch geblieben und bis heute optimistisch, dass wir das alle gemeinsam noch packen. Also es ist wirklich, 5 vor 12 ist eigentlich nicht mehr, Herr Platz gesagt, ist eine Minute vor 12 als Wissenschaftler, würde ich sagen, wir sind bei 12 Uhr angekommen. Wenn wir jetzt nicht sofort handeln, auf allen Ebenen der Gesellschaft, wird es sehr dramatisch, auch für die sozialen und die ökonomischen Aspekte. Gut, aber wie gesagt, ich bin sehr optimistisch, dass wir das schaffen, denn es bewegt sich ja im Moment viel und alle haben es wirklich auch im Kopf parat. Und wir müssen auf allen Ebenen handeln. Bevor ich aber zum Festvortrag komme, zum Nationalpark und seinen Naturschätzen, komme ich hier nicht umhin, nachdem wir eben Hartmut May erwähnt haben, den ich sehr vermisse, einen Initiator und Wegbereiter des Nationalparks zu gedenken, Norbert Panik. Sie haben es alle mit Schrecken heute in der Zeitung gelesen, der auf tragische Weise ums Leben gekommen ist. Ich muss ihn erwähnen und ich kann ihn auch nicht unerwähnt lassen, wenn ich das Thema Nationalpark hier vortrage. Genauso wie Hartmut May sind es zwei Wegbereiter gewesen, ohne die das nicht gekommen wäre. Sie kennen ihn alle mehr oder weniger als streitbaren, ja, unermüdlichen Visionär, als genialen Planer kenne ich ihn. Überregional bekannter Naturschützer, er hat Bücher geschrieben in der letzten Zeit, von denen wir hier vor Ort gar nichts mitgekriegt haben. Geschäftsführer des Geoparks war auch ein wichtiger Schritt, er ist Buchautor, aber er war kein Diplomat, das wissen Sie auch alle, jeder von uns hat sich mit ihm schon mal heftig gebetzelt. Aber ich denke dann an 1989, wo wir in seinem Keller gesessen haben und mit Sieben Hansels diese Initiative Pro Nationalpark gegründet haben. Und ich denke an sein wildes Buch, Die Urwaldängste, mit diesem grimmigen Wolf vorne drauf, ich weiß nicht, ob Sie schon mal gesehen haben, spannend zu lesen, fast wie ein Krimi. Ich denke an die Fachexkursion in die karpatischen Urwälder. Ohne ihn hätten wir keinen Nationalpark und keinen Geopark. Und bei Hartmut May ist das genauso. Er hat entscheidende Schnittstellen zum Ministerium aufgebaut und die Vermittlung zwischen den Sorgen, die es auch hier gab, den Ängsten, immer auch ernst genommen. Das hat mich auch angespornt, den Dialog immer offen zu führen und mit allen Menschen zusammenzuarbeiten. Nur so kommen wir weiter. Ja, gut, jetzt haben wir genug bedrückt und bedauernd gesprochen. Wir haben ja einen schönen Anlass heute Abend und lassen Sie uns das feiern und genießen. Und ich hoffe, ich kann mit den Bildern, die ich jetzt zeige, schöne ästhetische Beiträge liefern. Und ich nehme Sie mit auf eine gute Reise durch unsere Heimat. Dazu muss ich an meinen Laptop, ich gucke mal, ob ich das einfach so wegnehmen darf. Ja, es ist von vorne zumindest. Fotos vom Weiten oder aus der Luft gemacht,
zeigt eigentlich oder lässt erahnen, wir sind gar nicht hier in Nordhessen, wir sind irgendwo in Skandinavien oder in Kanada. Nein, das ist unser Nationalpark, eines der letzten großen, unzerschnittenen Buchenwälder. Das sind die Edersehlinge. Der Nationalpark ist jetzt als großes geschlossenes Waldgebiet umgarnt und grenzt von einer Perlenkette aus Naturschätzen. Geht wirklich im Westen los, 27 Kilometer ganz drumherum nördlich und endet hier direkt im unteren Edertal am Affolander See. Eine Perlenkette aus wertvollen Elementen. Ja, und die Erweiterung, da bin ich auch sehr froh als Einheimischer, ist ja eigentlich ein Kind der Region. Nicht der reinen Politik, sondern die Koalitionsvereinbarung hat nur die Tür geöffnet. Und sie wäre nicht möglich gewesen, und so steht es auch in den Details der Koalitionsvereinbarung, die hessische Politik hätte es nur gemacht, wenn die Region es auch will. Deswegen ist dort ein ausgiebiges Beteiligungsverfahren gelaufen. Die Initiative kam dort von den Zweckverbandsbürgermeistern, hier, wir müssen noch über da darüber diskutiert haben, was wären die richtigen Wege. Und Ausgangspunkt war sicherlich auch der Sicherungsbedarf für das Naturschutzgroßprojekt von gesamtstaatlicher Bedeutung, wo wir ja mehrere Millionen Euro schon Jahre vor mit Unterstützung des Landkreises gesammelt haben. Ich will das nicht im Detail, die Formalitäten, das stammt aus einem Vortrag, den ich auch manchmal halte vor Studenten oder vor Planern, die sag mal, die Herangehensweise an Großschutzprojekte eher genau betrachten wollen. Wir haben Arbeitsgruppen gehabt, wir hatten eine Absichtserklärung, die wichtig war von den Bürgermeistern. Wir haben diese Arbeitsgruppe dreimal in großer Runde mit allen regionalen Beteiligten, also Trägern und Belangen, gehegt und wir haben zwei öffentliche große Infoveranstaltungen mit der Ministerin persönlich hier gehabt. Wir haben öffentliche Dialogveranstaltungen in den drei Kommunen gemacht, dann speziell mit der Nationalparkverwaltung. Eine Menge Ortstermine zu Spezialfragen, die dann währenddessen erst zusammenkamen. Und am Ende auch nochmal ein Bürgerbeteiligungsverfahren. Ja, natürlich liegen zugrunde keine Willkür, sondern eine Menge von Auswahl- und Planungskriterien. Nationale, internationale, das Naturschutzgesetz, die IUCN und Europark setzen Standards und dadurch, dass wir Welterbe sind, auch die UNESCO. Wir haben landschaftliche und naturschutzfachliche Eignung, das kommt gleich in den Bildern, da sehen Sie dann, was die Highlights und die Schätze sind, die uns bewegt haben, die Urwälder, die Felsen, die Blockhalden, die Magerrasen, die Bäche und so weiter, seltene Pflanzen- und Tierarten, die es in viel weit drumherum nicht mehr gibt. Aber wichtig sind auch so formale Dinge, zusätzliche klare, nachvollziehbare Grenzen, dass man also sag mal, das Schutzgebiet als Gast oder als Fremder auch erkennen kann. Die Eigentumsverhältnisse müssen beachtet werden, die wissenschaftliche Bedeutung, die Bedeutung für die Öffentlichkeitsarbeit, die touristische Bedeutung, die Besucherlenkung geplant und durchdacht werden, auch eine Stärken- und Schwächenanalyse. Man muss da auch offen sein, dass nicht alles immer optimal ist, um sowas in die Reihe zu kriegen. Und was der Politik und uns als Planer und Verantwortlichen natürlich auch am wichtigsten war, die lokale und regionale Akzeptanz und die Wertschöpfungseffekte, dass die Gesellschaft auch merkt, wenn sie diese großen Ökosysteme, diese einzigartigen Ökosysteme schützt und auf sanfte Weise der Öffentlichkeit zugänglich macht, dann bringt das auch Image, Wertschöpfung und Synergie. Ich glaube, das haben wir im Altpark ganz gut beweisen können. Da gab es ja lange Diskussionen drum, bis wir ihn ja hoffähig hatten. Und ich glaube, ohne diese Zeit der Erfahrung wäre, glaube ich, diese breite Akzeptanz für die Erweiterung auch nicht da gewesen. Wenn wir da nur Mist gebaut hätten und die Leute geärgert, ich glaube, das wäre kontraproduktiv gewesen. Dann die Suchkriterien waren möglichst öffentliches Eigentum. Keine landwirtschaftlichen Vorrang- und Siedlungsflächen mit einzunehmen. Das ist in Mitteleuropa, im dicht besiedelten und zivilisierten Mitteleuropa auch schwierig. Fast jeder Quadratmeter ist irgendwie genutzt. Und wir hatten da Bausteine. Die Kulisse ging aus vom Kerngebiet des Großprojektes, ungefähr 1000 Hektar. Wir hatten 5 Naturschutzgebiete drin liegen, Natura 2000 Gebiete drauf liegen, haben Kernflächen von Hessenforst dazu bekommen. Und dann natürlich noch Arrondierungsflächen nehmen müssen, damit diese Abgrenzbarkeit und die Nachvollziehbarkeit gegeben ist.
So sind es 1950 Hektar geworden und die Regierungspräsidentin, Sie verzeihen mir, wenn ich jetzt öfters mal tippe. Ja, genau. Jetzt werden es einfach mal ein bisschen quer. So, da einfach mal weiter tippen. Wenn wir hier jetzt sehen, genau, das sind als zweites in das Naturschutzgroßprojekt die gelben Naturschutzgebiete eingeklickt. Wenn der Bahnmeister nochmal drauf tippt, dann kommt das Naturschutzgroßprojekt. Und wenn wir nochmal klicken, kommen die Kernflächen von Hessenforst. Und Sie sehen, die sind erheblich. Aber in Panik hätte geschimpft. Warum gibt er nichts dazu? Und jetzt hätten wir ihn mal überzeugen können, dass das sehr wohlwollend geklappt hat. Und ja, wenn wir dann den nächsten Schritt machen, dann sieht man, was daraus geworden ist. Das ist also dann die Kulisse, so baut sie sich zusammen. Und man sieht, es ist ein synergistisches Modellprojekt, mit dem wir diese Dinge hingekriegt haben. Und dann hat das Land Hessen auch noch sehr kulant die 475 Hektar vom Domanium und von der Stadt Waldeck getauscht. Der Tausch ist, Hendrik Block, ist so gut wie durch. Und von daher haben wir jetzt nur noch ganz wenige Flächen Fremdbesitzes drin. Das ist der Affolderner Seenwesen von Uniper und ganz wenige kleine verstreute Privatflächen, die sowieso irgendwie im Waldverband lagen. Und Schritt für Schritt machen wir Ankaufsangebote oder machen Verträge mit den Landnutzern. Jo, dann darf ich Sie weiter für die als Dienstleister nutzen. Ja, wir haben dadurch am 8. Oktober 2020 die novellierte Nationalparkverordnung bekommen mit den Abgrenzungsanlagen. Und jetzt geht aber die Arbeit erst los. Können Sie sich vorstellen, deswegen tüfteln wir jetzt schon 2 Jahre. Beschilderung haben Sie, war quasi in den ersten 3 Wochen geschafft. Die Übergabe der Akten von den Forstämtern und von den Gemeinden und vom Domanium und so weiter mussten her. Grundlagenerfassungen sind seit diesem Sommer gestartet. Wir haben eine flächendeckende Biotopkartierung europaweit ausgeschrieben, haben keine Kartierer gefunden. Weil die schon weil die alle auf der roten Liste stehen oder weil sie schon mit anderen Aufträgen überlastet waren. Wir haben aber jetzt doch noch einige Büros finden können, die sagen wir, kleinere Partien bekommen haben und sich jetzt so schrittweise ergänzen, sodass wir die gesamte Fläche auch in den nächsten 2 bis 3 Jahren abarbeiten können. Wir müssen eine vorläufige Zonierung machen und das, was Sie alle interessiert, einen Wegeplan. Dazu kommen wir demnächst ins Parlament und wir waren schon in den Ortsbeiräten und in verschiedenen anderen Gruppen. Der ist gut in Arbeit, sage ich jetzt mal, und er ist auch kein Hexenwerk. Sie werden dann sehen, dass er doch sehr kulant ist. Wir entwickeln daraus einen vorläufigen Managementplan, so wie wir den alten Nationalparkplan ja auch gerade erneuert haben. Da steht dann alles drin, von A bis Z, Bildung, Naturerlebnis, Erschließung, Wegeplanung, Forschung und natürlich die Schutzzonen und so weiter. Wir binden das auch in die laufenden AGs ein, wir erfinden nichts Neues. Wir machen das, was wir immer gemacht haben mit dem Edersee-Marketing oder mit den Nachbarforstämtern, so weiter, wie wir es hatten. Wir bilden keine neuen Projektstrukturen. Jo, und dann wird es langfristig in den 3. Nationalparkplan integriert. Da werde ich dann schon nicht mehr da sein in 2029, deswegen suchen wir jetzt gerade, hatten wir Bewerbungsgespräche für einen Landschaftsplaner, der zumindest diesen Teil für mich dann übernehmen soll. Jo, prima. Jetzt gehen wir in die schönen Impressionen. Herausragende Naturschätze und ein attraktives Landschaftsensemble, bestehend aus Buchenwald, Welterbe, wertvollsten Naturwäldern und Trockenbiotopen an den Hängen, Wald und Wasser, herrliche Ausblicke, und Urwaldsteig, Kellerwaldsteig als die touristische Grundinfrastruktur, die diese Landschaft erschließt. Ja, alt und neu, eine einzigartige Gesamtkomposition. Das Foto ist von Manfred Bauer, ja, ich habe es reingeschrieben, man muss das ja immer machen, wenn man ein Bild benutzt, was einem nicht selber gehört. Und wenn der Delfo eins entdeckt, was ich irrtümlicherweise benutze, dann schimpft er. Ja, wir machen eine Reise von West nach Ost. Ganz im Westen haben Sie gesehen, direkt über der Shell-Tankstelle in Herzhausen bei Lobos, da fängt es an. Links die steilen Hänge, wenn man dann durchs enge Tal nach Korbach fährt. Ich weiß gar nicht, ob da schon mal jemand war, da war selbst ich nicht oft. Die Itterhänge bei Marienhagen und Herzhausen.
mit sowas Lustigem wie der Drachenband, der auch leider in diesem Jahr verstorbene Werner Eger als Dorfschullehrer in Mainhagen und dann in Herzhausen als Lehrer allen seinen Schulklassen immer gezeigt hat. Auch meine Frau ist mit ihm in der Schule dann losgetabert. Drachenband, weil hier so lustige, so merkwürdige Fossilien drin sind, also so lauter so fußstapfenartige Dinge, und es wurde als Drachenfüße, als Fußabdrücke gedeutet, aber es konnte mit den Jahren Millionen nicht ganz passen. Das sind also viel ältere, also noch 100 Millionen Jahre vor den Sauriern entstandene Meeresablagerungen, die aber auch als Fossilien sehr, sehr interessant und spannend sind. Den Norbert Panik vom Geopark auch interessiert haben. Oder wenn man dann, kommen wir kurz nochmal zurück, wenn man dann immer entlang an diesen Hängen geht, große Blockhalden auf der ganzen Länge, bis hin zur Napoleonsbank, die Marienhägener schon gar nicht mehr kannten und die wir jetzt im Wegeplan wieder erschließen. Also wir machen das dann auch entgegen aller Unkenrufe auch ganz konstruktiv, offensiv, wir führen die Leute an die spannenden Orte. Und das ist dann auch immer so ein Blockhang mit Felsen oben drauf. Und da soll Napoleon irgendwie bei einer seiner Schlachten nach Westen, nach Paris geguckt haben. Also solche Legenden gibt es natürlich überall. Wir wissen nicht, wo das herkommt. Gut, jetzt können wir weiter. Nächster Schritt bei Herzhausen Richtung Osten. Der Hochstein. Das ist der Hausberg der Zeuser, der Föhler und der Asler, weil die sitzen alle rundherum um diesen Berg. Und wenn man am Reitplatz in Vöhl ein paar hundert Meter nach Norden geht, dann ist man ruckzuck auf dem sogenannten Hofstein. Da oben auf der Spitze steht eine Hütte. Da bin ich als Kind in der Schule, vierte Klasse, noch fotografiert worden. Und die sieht immer noch so aus wie heute. Die war damals schon irgendwie brüchig zerfallen, aber sie ist nicht umgefallen. Und direkt darunter in den dunklen Partien ist eine große Blockhalde, das ahnt man jetzt hier nur. Und direkt hier unten am Fuß steht ein Felsen. Und der Hochstein ist nicht der hohe Stein da oben, sondern das Ding hier, was über die Wasseroberfläche steht. Das haben mir die Zeuser erklärt, die da immer jeden Tag drauf gucken. Also der Hochstein ist wahrscheinlich das namensgebende Objekt für diesen Berg, den hohen Steinberg. Und da gab es mal früher Wanderfalken, die hatten Verwandte von uns dann regelmäßig geschossen, weil sie dann Tauben gekillt haben. Und heute leben da noch Reliktpflanzen aus dem Postglazial vor 5.000 bis 8.000 Jahren. Also hier dieses Gebüsch ist kein Wald, sondern das ist die Felsenmispel, eines der größten Felsenmispelgebüsche im Landkreis oder in Nordhessen. Und direkt darüber wächst ein Fingerkraut. Fingerkräuter sind sonst immer so klein. Und das hat aber so eine große Blüte und ist auch recht aufrecht. Das gibt es nur zweimal außerhalb des Mittelrhein- und Moselgebietes. Auch eine mediterrane Art. Und wenn dann das Wasser, wie oft oder allzu oft weg ist, dann haben wir da oben natürlich zuallererst das Wasser ist weg. Die kennen das ja kaum, die Netzhäuser. Dann kann es natürlich auch sein, dass Edersee Atlantis, nennt man es, einen tollen Verlangungszug mit dem Gilbweiderich und dem Blutweiderich auch sehr attraktive, phasenweise sehr attraktive Landschaftsbilder erzeugen. Gut, der nächste Schritt nach Süden. Wir gucken jetzt von Süden auf den Hochstein da hinten. Da ist das Wasser mal voll da und es war auch lange da. Da sieht ja die Belaubung schon nicht mehr maigrün ist, sondern schon sommergrün. Das ist vor 10 Jahren oder so mal gewesen. Und das ist die Seeschlinge und die Waldhänge bei Asel. Ich fotografiere hier vom Albert-Schweitzer-Lager aus in den See. Auch ein wichtiger Partner für uns, weil die so dieses klassische, Lagern machen, also Zelten und Lagern und so mit Jugendgruppen arbeiten, genau wie die Hessische Sportjugend direkt westlich da angrenzt und auch ein sehr wichtiger Partner für uns geworden ist. Gut, das nächste Foto zeigt schon um die Ecke gehend die Aselbucht.
Wir wollten und sollten natürlich die Bundeswasserstraße, nämlich den Stausee, nicht in den Nationalpark nehmen. Das wäre auch im eigentlichen Sinne gar nicht gegangen, weil es eben ein künstliches Objekt ist und Nationalparken sollen ja auf großer Fläche Wildnis erzeugen und von menschlicher Nutzung frei bleiben oder frei werden. Wir haben es aber aus didaktischen Gründen gemacht, wir haben es lange diskutiert. Wir haben zumindest diesen kleinen Abschnitt der Raselbucht mit in den Nationalpark genommen, weil wir ja quasi von der einen Waldseite auf die nächste springen wollten und weil hier auf kleinster Ebene, so ähnlich wie in einem Infozentrum, all das gezeigt werden kann für die Gäste, die sowieso da sind. Die laufen nämlich hier alle regelmäßig zur Haselbrücke lang und kommen dann so noch raus auf den See und sehen die Grundmauern von Alt-Asen. Und gleichzeitig sieht man die tollen Verlandungszonen. Vegetationsgrundlich ist nämlich das, was hier durch den halbes Jahr Aufstauen, halbes Jahr Abstauen entsteht, ist eine sogenannte amphibische Verlandungszone aus Großseckengliedern und Schlammlingsfluren, diese hellgrünen Dinger, der eigentliche Seeboden, begrünt sich dann innerhalb von wenigen Wochen. Und wenn das wie früher sehr spät war, also August, September, dann hatten die manchmal nur 6 Wochen Zeit, um zu keimen, bis das Wasser weg war und es ein bisschen abgetrocknet war, dann keimten die. Und wenn der erste Frost im November kommt, sind die kaputt. Dann müssen die schon ausgesamt haben. Das heißt, diese Pionierpflänzchen mussten quasi innerhalb von 6 Wochen wachsen, blühen, befruchten und die Samen werfen. Und dann kommt das Wasser und schüttet sie wieder zu und dann warten die ein halbes Jahr, manche ein ganzes Jahr und manche auch mal 10 Jahre, bis sie wieder an die Oberfläche kommen. Okay, und das wollten wir natürlich den Naturparkführern, die das zeigen, also ich weiß nicht, ob die schon mal bei einer Wattwanderung dabei waren, als ich das vor Naturparkgründung irgendwie 2001 mal angeboten habe, waren, und das war zufällig in der, wie heißt das, im Hessen-Tipp angekündigt, da waren am nächsten Morgen 100 Leute aus Frankfurt in Offenbach da und wollten das Süßwasserbad sehen. Und die wussten gar nicht, was das ist, wir würden es einfach nur der Edersee buchen. Und außer dass sie lauter so Kletten an den Füßen hatten, waren sie sehr begeistert von dem, was sie da erfahren. Okay, also wir haben deswegen gesagt, wir nehmen diese kleine Asenbucht wieder rein, da ist alles erlaubt, was vorher auch erlaubt war, also reinfahren mit dem Fahrrad oder zu Fuß, Auto, mit den Autos die Boote absetzen und auf der Brücke rumlaufen, alles wie vorher auch. Wir haben das in der Verordnung frei von irgendwelchen Auflagen gemacht. Gut, und im nächsten Bild sieht man dann, das ist dann nicht mehr Nationalpark, das ist der eigentliche See dann. Hier oben ist die Grenze dann, die ich zeigte. Da ist dann Alt-Asen zu sehen. Und die Brücke ist natürlich die Attraktion immer. Jo, und hier sieht man die Grundmauer. Und das sind diese anderen Verlandungszonen, je nachdem wann und wie das im Herbst dann frei wird. Das ist eine kleine Nelke, die ist 1 Zentimeter Durchmesser. Also ganz kleine Mini-Blüten, dicht an dicht, ist der Hirschsprung. Eine Pflanze, die auf der roten Liste in 3 steht und im normalen Hessen nicht mehr vorkommt. Hier aber zu Milliarden. Der gesamte Schotter vom Edersee ist voll mit dieser Pflanze. Jo, im nächsten Bild rücken wir weiter. Wir kommen aus der Bucht jetzt wieder mit Wasser da raus und wandern auf den Urobersteigen an die Hünselburg. Gegenüber ist Asel Süd, der Campingplatz. Ich denke, auch die Edertaler kennen das alles da drüben im Westen. Wir kommen aber gleich zu euch. Und ja, dann im nächsten Bild ist man dann auf der Hünselburg angekommen. Die ist natürlich berühmt, berüchtigt für ihre riesigen Blockhalden, für die Blockwälder. Und es dürfte mit der KNH der naturnächste Waldbereich in ganz Deutschland sein. Dort hat man einfach nicht wirklich Ackerlandschaft und so nicht betreiben können, man hat keinen Waldbau betreiben können, aber man hat es als Frühburg genutzt in der Bronzezeit. Es gibt ja die berühmte Hünselburg mit den Erdwällen, die da liegen. Und trotzdem sind die Wälder außenrum absolut natürlich. Wir haben da ganz viele Urwaldrelikte gefunden. Wir sehen, wie die Bäume da wachsen, völlig ungelenkt. Und auf dem Schott, auf dem Block, kann man natürlich auch nicht laufen. Das ist der eigentliche Grund, warum man dort nicht wirtschaften konnte. Man bricht sich die Füße, wenn man da durchläuft. Also ich selber war auch noch nicht drin, weil das wirklich hochgefährlich ist. Und da hat dann auch kein Bauer im Mittelalter eine Ziege drin gehütet, auch wenn er es versucht hat von oben her.
Und das ist auch mal ein bisschen Brennholz wahrscheinlich im Mittelalter rausgesammelt worden, aber nur gesammelt, da ist kein Biotop verändert worden. Es sind wohl die besten Wälder, die wir haben. Und das nächste Bild zeigt dann den Grat, dass da quasi unser Wald, unser sonst hochwüchsiger Buchenwald, an seine physiologische Grenze kommt. Man sieht so richtig, wie die Buchen von halb groß in krüppelig werden und das letzte Exemplar hier ist 1,50 Meter groß. Und trotzdem hunderte von Jahren alt. Also wenn Sie da sind, ja da bestimmt schon mal vorbeigegangen, die sind überall Löcher drin und dann stirbt der Haupttrieb ab und der Nebentrieb kommt wieder nach, total robust. Und deswegen sehen die nachher so bizarr aus. Weil sie ständig einen auf den Deckel kriegen, breite Wurzeln in die Felsen stecken müssen und immer wieder gegen allen, gegen Kälte, gegen Hitze, gegen Steinschlag und sonstiges ankommen müssen. Der Felskram. Leider, also Norbert Panek und Reinhard Kubert, Ewald Leicht und ich hatten da damals den Urwaldsteig erfunden als als Weiterentwicklung des Knorr-Eichenstiegs. Also den Namen wir drüber und haben gesagt, damit die Menschen mal sehen oder verstehen, was Wildnis sein soll und was wildes Erlebnis sein kann und bringen kann, müssen wir daraus einen Urwaldsteig machen. Wir verbinden alle Urwälder des Ederseegebiets miteinander. Aber da sieht man dann schnell, wie man Grenzen erreichen kann. Wir haben also ganz aktiv die Menschen in diese wertvollsten uralten Biotope geholt und seitdem wir den Urwaldsteig haben, der war damals einen halben Meter breit, jetzt ist er 2 Meter breit, ist alles zertreten, die Flechten sind kaputt. Deswegen haben wir den Urwaldsteig doch jetzt wieder aus dem Grat rausgelegt, haben ihn 10 Meter weiter runter auf den alten Mittelweg des Forstes zurückgelegt. Wir verbieten den Menschen, die hier einheimisch sind, nicht, dass sie auf diesen Grat gehen. Also wir werden das im Wegeplan so schreiben, dass das ein einheimischer Weg bleibt. Wir werden ihn aber nicht mehr bewerben und wir werden die Leute unten und oben umlenken. Ohne dass sie es merken. Und jeder, der fremd ist, weiß ja sowieso nicht, was er verpasst. Also von daher, die sehen auf der ganzen Strecke genug Felsen, genug Blockhalden von unten, von oben. Und dieses Teil, was so sensibel ist, müssen wir wieder etwas entkrampfen. Das ist das Ziel. Und das ist auch die Philosophie unseres Wegeplans, das geschickt zu machen. Okay. Hier sieht man den Pfad, wie er ganz am Anfang war. Also hier geht es quasi dann 10-15 Meter unterhalb hier so rum. Das kriegen wir hin. Okay. Ja, wenn man dann auf der anderen Seite von der Hinzeburg wieder rausgeht, immer weiter nach Osten, dann kommt man durch diese sensationellen Hangwälder mit Spitzahorn, Sommerlinde, das nennen wir in dem Block auch, Edellaubholz Blockwald. Und man ahnt, warum das so ist, dieses herrliche, frische Grün vom Spitzahorn im Frühjahr sieht man von Weitem. Und es sind großflächig steile Hänge mit, auch hier hinten sind überall Ahorner drin, man sieht es hier. Und in diesen Hängen lebt auch noch eine große Population von der Prachtnelke. Sie haben wahrscheinlich alle in den letzten Jahrzehnten immer von der Pfingstnelke gehört. Ich sage jetzt mal, bundesweit ist die Prachtnelke noch selten. Weltweit nicht. Also weltweit haben wir absolute Verantwortung für die Pfingstnelke. 60% der Population in Deutschland. Und nicht ausbreitungsfähig, wogegen die Prachtnelke ein bisschen ausbreitungsfähig ist. Aber rein so aus hessischer Sicht ist die Prachtnelke noch seltener. Wir haben 3 Fundorte im Landkreis, alle 3 am Edersee. Und das ist die größte Population mit 300 Pflanzen. Und es gibt noch 2 Stellen, wo einmal 100 Pflanzen und einmal 3 Pflanzen stehen. Wir zählen die mittlerweile, also so weit sind wir leider gekommen, dass manche der Rotlistearten gezählt werden müssen und jährlich beobachtet werden müssen. Wenn wir es als verantwortliche und kennende Personen, die das kartieren, die das als zuständige Verwaltung beaufsichtigen oder als Naturschutzbehörde betreuen und entwickeln müssen, nach FFH-Recht, Biotiv-Recht und was es alles so gibt, wenn wir es schon nicht schaffen, vor unserer Haustür die bekannten Dinge zu schützen, wie wollen wir denn dann mit einer globalen Wende, Waldschutz, Agrarwende, sonstiges, das schaffen? Und deswegen haben wir eine kleine Arbeitsgruppe auf Kreisebene gegründet, Hendrik Block war jetzt auch dabei und noch ein paar Leute, die so flächenmäßige Zuständigkeiten haben. Und
Und wir haben also von den Rote Liste-Arten, die wir damals mit Wolfgang Lüttke, mit Wolfgang Lehmann, mit Herrn Becker und so weiter kartiert haben, in diesem Florenberg verglichen, haben wir nach 30 Jahren mal nachgeguckt, was in dem alten Buch stand. Dann hat jemand gesagt, weißt du noch, wo das war? Nicht so ganz genau. Ja, such nochmal, guck nochmal im Buch nach, wo das sein sollte, am Schanzenberg bei Korbach oder an der Kulicke bei Roden. Da soll es das und das gegeben haben, die einzige Stelle. Wir müssen mal hinfahren, gucken, ob es das noch gibt. Ja, dann waren leider einige von den Dingen weg. Obwohl die Fläche im Naturdenkmal lag, obwohl die Fläche im Naturschutzgebiet lag oder ein NABU vor Ort ständig drumherum kartiert hat. Also 30 von den Arten, die wir auf unserer Florenliste hatten, sind dann in den letzten 30 Jahren ausgestorben. In Waldeck-Frankenberg, obwohl wir sie kannten. Aber gesagt, das kann so nicht gehen. Wir müssen parallel zu den großen Flächenkonzepten, müssen wir diese Arten dann aufsuchen mit den letzten Kennern, die noch da sind, müssen dafür spezielle Schutzprogramme auflegen. Das haben wir jetzt mit dem Regionspräsidium und dem Landschaftspflegeverband zusammen und der FOSW auch auf die Reihe gekriegt. Also wir haben einige im letzten Moment retten können, ich zeige Ihnen gleich ein. Okay, dann weiter in meiner Heimat. Wenn man aus der Hünselburg über den Fürstental wegkommt, dann geht es hier in die Kahle Hart, Deutschlands ältesten und extremsten Eichenwald, 8000 Jahre alter Standort mit etwa 1 bis 2000 Jahre alten Baumindividuen. Wir wissen das Alter immer noch nicht genau, aber ich habe jetzt Kollegen aus Italien ausfindig gemacht, die uns helfen wollen bei der Altersdatierung. Wir wissen, dass die Jahrringe einiger dieser Bäume 0,3 mm sind. Das sind also 3 Jahre pro Millimeter. Das sind 30 Jahre pro Zentimeter. Das wären dann ja, 3000 Jahre pro Meter. Und einige von den Knollen sind 3 Meter dick. Sind Meter dick. Also, aber das kann ich nicht beweisen, solange ich nicht eine C14-Methode oder sonst irgendwas anlege. Und fast alle diese Bäume sind hohl. Bis in die weiten Äste hinein, alle hoch. Dass das ein ganz alter Standort ist, beweist die Graswiege. Die verträgt keine menschliche Nutzung. Sie ist auch ein Relikt aus der Wärmezeit, als vor 5.000 bis 8.000 Jahren hier noch ganz andere Klimaverhältnisse herrschten und der Wald sehr, sehr dicht war. Und ja, wer zu dem Zeitpunkt im Juni durch die Kahle Hart wandert, sieht also Tausende von diesen weißen Lilien. Wie Sterne schweben sie dann über dem heißen Schiefer. Und dort lebt noch ein anderes Tier, was das beweist, dass es ja seit Jahrtausenden so sein muss, der Steppengrashüpfer. Eine pontische Insektenart, sieht genauso aus wie unser Nachtigallgrashüpfer, der an jedem Wegesrand rumhüpft, hat aber einen anderen Gesang und eine schwarze Kante hinter dem Rücken. Der hat dort zigtausende von Tieren und ein weit vom Süden abgesprengtes Areal. Das ist also ein Relikt der Steppenzeit. Und sonst kommt er im Mittelrheintal vor oder in der Donaudurchbruchstal. Also beides Beweise, historische Beweise und vegetationskundlich-ökologische Beweise, dass dieser Standort uralt ist. Und wir waren, als ich noch studiert habe, war ich mit der bundesdeutschen pflanzensoziologischen Arbeitsgemeinschaft, also allen Professoren, die sich mit sowas auskennen, hier auf Exkursion und war ganz begeistert, dass die gesagt haben, das könnte der letzte postglaziale Urwald in Europa sein. Und er verjüngt sich nur alle 100 Jahre, nämlich dann, wenn 5 feuchte Jahre hintereinander kommen. Und wenn der einzelne Baum stirbt, dann entsteht daraus kein neuer Wald, wie das in normalen Wäldern im Nationalpark ist, sondern es entsteht ein freier Fels. Der Baum fällt den Hang runter, unten in den See, und an der Stelle, wo er stand, bleibt nur noch freier Schutt. Okay, wir klicken weiter. Das ist der Urwaldsteig. Forstamt hat kurz bevor wir ihn übernommen haben, den Zaun abgebaut, weil Verkehrssicherung rechtlich besser klappt, wenn man keine menschengemachten Artefakte nutzt, sondern die Menschen einfach mit ihrem eigenen Risikoempfinden, auf eigene Gefahr vorsichtig sind, was auch richtig so ist. Jo, die Stelzwurzeln von diesen uralten Eichen werden ja von Malern und Fotografen mittlerweile regelmäßig porträtiert.
Und das ist ja, Herr Delfo war bestimmt auch schon oft da, das ist ja weit über unsere Grenzen mittlerweile bekannt. Okay, nächstes Bild. Oben drüber ist die schöne Aussicht, also seitdem wir den Obersteig haben und jetzt den Nationalpark erweitert haben, ist der Spaßdorfer Sportplatz jedes Wochenende voll zugeparkt. Alle wollen auf die schöne Aussicht, einer der schönsten Ausblicke in Nordhessen. Und man schaut hier auf die Elertaler Gemarkung, gegenüber ist nämlich Springhausen. Im nächsten Bild haben wir das Ganze im Sommer oder im Spätsommer. Dann wieder mit abgelassenem Wasser. Und man sieht am Horizont das alte Nationalparkgebiet, sage ich schon, ist ja nur 18 Jahre alt. Und das ist eigentlich für den Nationalpark immer noch jung, die Startphase. Aber man sieht Teile des Welterbes hier im Bereich der Borndellen und des Mellbaches. Kollege Schlote ist ja auch da, er wohnt ja drüben auf der einen Seite. Du wohnst ja auch in Ringhausen. Ne? Okay, gut. Ja, wenn wir dann, da habe ich jetzt ein Stückchen weggelassen, das ist das Verbindungsstück Bettenhagen, sagen wir, Wohnmobilstellplatz, wenn man also von der KMH in Scheid ankommt, dann geht man zurück nach Niederwerde. Das Stück, da ist noch ein interessanter Wald mit Kissenmoos, großflächigen Kissenmoos, den hätte ich eigentlich auch noch einbauen können oder müssen, haben aber nicht gefunden, irgendwo habe ich ihn verlegt, das Bild. Und wir kommen dann in Niederwerde am Gegenhang wieder hoch, wenn wir über Niederwerde-Eck dann hochklettern in den Obersteig, ist ganz wichtig für das Hotel Werbetal. Sagen, seitdem Sie den Obersteig haben, haben Sie auch ganz viele Wandergäste in der Vor- und in der Nachsaison. Und die werden alle da hochgeschickt auf die Finkenburg und an die Hengstwiese. Das ist quasi so der Hausberg der Niederwerder. Da steht quasi zwischen drei trockenen Bergen, steht mittendrin ein Moor. Das kann man sich überhaupt nicht erklären, bei 600 mm Niederschlag im Bereich von Niederwerder und jetzt heutzutage wahrscheinlich nur noch 500 mm, dass da überhaupt ein Moor existiert. Da gibt es eine Sage, die ist da auch beschrieben. Da wird da von der Finkenburg und dann der weiße Hengst, der zu Ehren vom Donnergott irgendwie zu bestimmten Tag, ich glaube zur Sommersonnenwende, irgendwie ins Moor getrieben wurde und geopfert wurde. Ich kann es nicht ganz exakt wiedergeben, das machen die Niederwerder wahrscheinlich besser. Aber da ist wahrscheinlich auch zur Geweidung von, also da sind im Mittelalter Tiere gehalten worden, man sieht das an der großen Eiche, die hinter dem Moor steht. Das ist ein Magerrasen drumherum, das ist eine typische gute Eiche. Da hat man Jungvieh und Schaf und Ziegen geweidet. Und wahrscheinlich hat man das Moor auch mal ausgebaggert oder ausgeschachtelt, um dort eine Tränke zu vertiefen. Jetzt wächst es wieder zu, also der Teichanteil war mal größer. Es ist also ein mesotrophes Niederbau, wie wir Wissenschaftler sagen. Das ist dann eine Frage, welchen Aufbau die Schichten und die Torfmoose da haben. Okay, dann kommen wir von dort aus auf die mittlerweile auch sehr beliebte Mühlecke. Blick auf Rehbach und Scheid. Und da sieht es dann auch so ähnlich wie an der Kahlenhardt oder an der Hinselburg aus. Ganz knorrige, buschige Waldbilder. Und im nächsten Bild sehen wir, dass da außergewöhnlich dichte Flechtenpolster vorkommen. Da kommt quasi trotz der Flachgründigkeit und der Trockenheit, kommt da der Westwind und treibt regelmäßig den Nebel vom See da dran. Das führt zu einem für die Bäume trockenen Standort, aber für die Flechten humiden Standort, also luftfeucht. Und damit sind da die nordischen Rentierflechten in großem Stil, fast hektarweise da. Und wenn die Flechtenkundler und Mooskundler kommen, sind völlig aus dem Häuschen. Da sind 110 verschiedene Flechtenarten gefunden. Gut, und auch ganz buschige Bäume, da sind wir jetzt wieder an der Stelle der Aussicht, die Aussicht drüber im vielzeitigen Frühjahr und ist auch so mager, dass eigentlich auf den lichten Standorten nur noch Heidekraut wachsen kann. Zeigt aber auch, dass es wahrscheinlich kein Urwald ist, auch wenn wir ganz viele Urwaldkäfer dort finden und die Bäume wahrscheinlich aus Urwaldzeiten kommen, aber der Mensch hat im Mittelalter die Flächen von oben her beweiden können. Dass man eigentlich keine Definition dafür findet, ein bewaldeter Urwald, das ist eigentlich ein schizophrenes Paradoxon, darf es eigentlich nicht geben, weil Urwald muss ja unfreundlich sein. Ja, also
also durch die Arten, die da vorkommen und die Baumwachstum, auch mehr hundertjährige bis tausendjährige Bäume und die Heidekraut, wissen wir, dass beides anteilmäßig noch da ist. Urwaldreste plus menschlich bewaldete gute Wälder. Okay. Dann geht es weiter den Obersteig runter Richtung Waldeck und dann kommt man in die schöne Bärentalschlucht. Also nicht alles ist trocken an den Edersee hängen, es gibt auch ein größeres Bachtal und eine wilde Schlucht mit humidem Klima, mit Schluchtwaldvegetation aus Eschen und Ahorn. Und es wird dann noch basenreicher, weil von oben herunter der Kalk kommt aus der Waldecker Gemarkung, und nämlich beim Golfplatz liegt der Kalk. Und ich muss jetzt überlegen, das ist die Herzogbrücke. Also da geht man den Obersteig runter, über die Herzogbrücke rüber und hinten wieder hoch zur Jugendherberge. Herzog ist ein früherer Bewohner aus Waldeck wahrscheinlich, der die Brücke initialisiert oder selber gebaut hat. Habe ich noch nicht ganz rausgekriegt. Okay. Jetzt springen wir auf die Edertaler Seite, wir stehen auf der Kanzel und gucken uns das von Süden an und gucken nach Norden. Da war die Mühlecke, da ist der Fischegrund, da ist die Bärentalschlucht, da kommt dann der Klippenberg hinter der Jugendherberge von Waldeck und da fängt dann der Katzenstein an. Und das ist also Waldeck West, die Uferpromenade vom Edersee. Ja, und man sieht nochmal dieses Band und direkt dahinter taucht der Wald ab in die Waldecker Tafel. Also die Hochflächen sind dann ganz andersartig, nicht bewaldet, weil guter Boden und vorwiegend Kalkstandorte, Sandsteinstandorte, Buntsandsteingebiete, die gehen dann über Korbach, Fassbeck bis an die hessische Grenze, oben nach Marsberg, die sogenannte Waldecker Tafel. Gut, dann kommen wir weiter. Ich habe eine Stunde Zeit, hat mir Wolfgang Lübcke gesagt. Ich hoffe, Sie können noch alle. Ich kann auch schneller machen, aber wenn Sie die Details dahinter interessieren, würde ich mit dem Tempo einfach fortschreiten. Ja, weiter direkt dann östlich angrenzend, der Schlossberg, links dann wieder der Katzenstein. Hier in dem Bereich, dieser kahle Punkt, ist der sogenannte Ziegenberg, der genauso ausgestattet ist wie die Mühlecke, nämlich auch wieder buschförmige Urwaldreste mit bewaldeten Heideflächen drin. Deswegen heißt er auch Ziegenberg, da haben die Waldecker ihre Ziegen gehütet. Und ja, dann auch dieser interessante Konglomeratstein hoch hier unten, wenn man an der Uferstraße langfährt, sieht man diese dicken Knäuel da liegen, sehen aus wie Beton, ist aber 340 Millionen Jahre altes Gestein, was quasi eingebetteten Kies in einer Flussmündung darstellt. Und auch das ist ein Geotop vom Geopark. Hat mir also auch Norbert Panik ganz ausgiebig erklärt und uns extra ein Gutachten dazu geschrieben. Jo, Schloss, ja, der Sitz der Waldecker Grafen und der späteren Fürsten und ja, Eigentum der Domanialverwaltung und der Waldecker Gemeinde. Ja, wenn wir da auf diesen, also das Schloss steht auf Zechsteinkalk und direkt der Katzenstein dahinter ist auch Zechsteinkalk. Habe ich was Falsches gesagt? Die beiden. Ist gut. ja, ich muss mir das immer erst erklären lassen, das Domanum und das Konstrukt und so weiter. Ja, da kommen wir in etwas, was der Nationalpark noch nicht hatte. Wir sind ja der größte Bodensauerbuchenwald in Mitteldeutschland, der dann auch den Welterbetitel bekommen hat. Aber jetzt haben wir neben dem bodensauren Heinzen-Buchenwald und dem hier und da auf Rösslehm im Altpark noch bestehenden Waldmeister-Buchenwald, haben wir jetzt auch die echten Kalkbuchenwälder geerbt, nämlich auf dem frischen Standort der sogenannte Waldgerstenbuchenwald und auf dem trockenen Standort der sogenannte Orchideenbuchenwald. Damit ist die mitteleuropäische Buchentypenserie komplett und das macht uns natürlich im Bereich der Forschung oder auch im Bereich der Naturschutzöffentlichkeitsarbeit sehr privilegiert. Wir können Studenten alle mitteleuropäischen Buchenwaldtypen auf engstem Raum zeigen. Das ist natürlich eine schöne Sache. Und wie der Name sagt, sind orchideenreiche Wälder. Da hat man am Katzenstein, glaube ich, 16 verschiedene Arten an Orchideen. Eine ist leider ausgestorben, ich habe es ja eben angedeutet in den letzten Jahren. 1994 stand hier hinten links, hinter der Buche, in der Lichtung, noch der letzte Frauenschuh bei Waldeck-Frankenbergs. Den hat
Wie heißt der bekannte Naturschützer aus Bad Wildungen? Falco Ende und Hannover. Sein Kumpel, der Herr Kratz, die haben das letzte Exemplar noch fotografiert. Also Herr Delfer, haben Sie es mal gesehen damals mit der Hessischen Arbeitsgemeinschaft der Orchideen? Waren die auch nochmal da? Diesen Standort haben wir nicht retten können, obwohl es Naturschutzgebiet war. Ja, so geht das manchmal. Und im nächsten Bild kommen wir, glaube ich, zu den anderen Kalksteinorten, die dort mit drin sind. Das Naturschutzgebiet Kleiner Mehlberg ist direkt hinter dem Katzenstein, in der Nähe des alten Reitplatzes von Waldeck. Und wenn Sie da drauf gehen, ist nur 10 Hektar groß. Ich habe meine Diplomarbeit damals darüber schreiben dürfen, über die dealpine Vegetation. Hier haben wir also Kalkstandorte, die extrem sind und die alpine Vegetation haben. Glaubt man gar nicht. Gibt es dann nochmal am Kloster bei Oberwerde. Das Gras, was hier dominant ist, was hier den Rasen aufbaut, ist das Leria varia, das Kalkblaugras. Wenn Sie also in die Alpen fahren und über die Waldgrenze kommen, in Kalkgebieten, im Berchtesgaden zum Beispiel, das, was dort die gesamten Almen aufbaut, das Gras ist hier im großen Stil in dem Trockenrasen. Und das ist nicht das einzige alpine oder präalpine Element, ich zeige es gleich nochmal. Obendrauf wächst dann der einzige Standort nördlich des Mains von der Weißen Segge. Die berühmten Botaniker Nischalks haben diese Segge gefunden und haben gedacht, ja, was könnte das sein? Erdsegge, so schmalblättrig, blüht gerade nicht. Muss Erdsegge sein. Haben es an irgendeinen Professor in Würzburg geschickt und hat gesagt, nee, das ist nicht Erdsegge, das ist Weiße Segge. Weiße Segge kann es nicht in Hessen geben. Das ist ein alpiner Art. Doch, ist Weiße Segge. Ist tatsächlich der ganze Kopf ungefähr 2000, 3000 Quadratmeter flächenhaft weiße Säcke. Dann blüht natürlich hier auch schön der Thymian und in diesem kleinen Magerrasen sind 260 verschiedene Pflanzenarten. Davon über 60 Arten der Roten Liste. Jo, das haben wir jetzt in den Nationalpark reingenommen, aber das wird natürlich nicht Wildnis. Wir lassen das nicht zuwachsen. Weil der Trockenrasen ist durch Beweidung offen gehalten worden, über Jahrhunderte, im Mittelalter. Und er war auch im Urzustand wahrscheinlich recht offen, sonst würden diese alpinen Arten da nicht überdauern können. Aus der Eiszeit stammen die nämlich da. Aber wir werden das in die Pflegezone des Nationalparks nehmen und würden weiterhin in Buschen und beweiden. Das ist auch möglich, dass man in Nationalparken, die eigentlich für Wildnis gedacht sind, unter 25% der Fläche als Pflegezone einstufen darf. Und das ist hier natürlich der Fall. Gut, dann der Blick vom Schloss. Somit das Prominenteste, was wir jetzt anbieten können. Immer wenn internationale Gäste kommen, muss man erstmal aufs Schloss fahren und auf die Sperrmauer und den Wildpark. Haben wir ja neulich beim Wildpark-Jubiläum auch gesagt. Der Blick ist jetzt wahr geworden. Den gab es 2010, ist glaube ich eine Briefmarke über den Nationalpark entstanden. 2011. Ah, du warst es ja, du warst ja der Initiator, genau. Diese war ja schon sehr beeindruckend, der Blick vom Schloss quasi auf den Hammerberg und auf die Kanzel hier hinten am Horizont sieht man den alten Nationalpark. Damals haben die Leute gesagt, das ist doch gar nicht der Nationalpark. Und da haben wir schon gesagt, na, wartet mal ab, das wird schon werden. Mit Waldblick. Und von daher passt die Briefmarke jetzt doch wieder. Das heißt auch der Name zu Recht, Nationalpark Kellerwald-Edersee. Ja, macht doch irgendwie schön, macht doch Spaß oder so, wenn man das dann so Schritt für Schritt entwickeln kann. Und macht uns, glaube ich, auch stolz. Jo, wir sind nochmal in dieser Edersee-Schlinge. Ich fahre da jeden Morgen an die Arbeit und da ist immer tolle Stimmung. Egal ob im Frühjahr, im Sommer oder im Winter. Nebel, häufig Nebel und schöne Bilder im nächsten Bereich ist nochmal Herbst zu sehen. Und dann ist auch nochmal die Kanzel und dann gehen wir nochmal weiter. Oben auf der Kanzel ist dann ein intermediärer Buchenwald, also der ist weder sauer noch basisch noch kalkreich, sondern er ist basenhaltig und deswegen ist es so ein Mischwaldtyp. Sehr urig mit Türkenbundlilie und mit dem Charakterpilz der ganz alten Wälder, der Buchenstachelart. Oder auch die krautreichen Elemente wie das gelbe Wildröschen sind da typisch. Direkt hinter der Kanzelhütte kann man das am Wegesrand sehen.
Ja, dann kommen wir schon auf den Michelskopf und den Uhrenkopf. Das ist hier die Uhrenkopf-Aussicht, die Felsklippen. Schönster Blick auf unsere Sperrmauer. Und ich glaube, das ist in allen Tourismusbroschüren immer drin, dieses Bild mit Blick auf den See, auf den Wildpark, auf links den alten Nationalpark und rechts die neuen Hänge. Also es ist jetzt ein richtig schönes Ensemble geworden, auch im Vordergrund wieder buschige, felsige Eichenpartien. Und ja, da können wir, glaube ich, jetzt nochmal reingucken. Das nächste Bild zeigt einen Eichenwald unterhalb von Michelskopf. Und da können Sie jetzt auch sagen, das ist die Kahle Hart. Also auch da gibt es das nochmal, auch vom Urwaldsteig entlassen. Auch dort sind Graslilien drin, nicht ganz so viele. Aber nochmal interessante andere Ausprägungen von dem Typ. Da sind relativ viele Buchen zwischen den Eichen, weil es wahrscheinlich auch ein bisschen luftfeuchter, ein bisschen nebliger da drin ist, direkt an der Sperrmauer. Horizont an von Herford. Gut, dann gehen wir zum letzten Schritt. Der Afferlener See ist mit dazugekommen. Da werden Sie sich wundern, Sie sagen, das ist ja ein Stausee. Für die Energie nach Pufferung gedacht, Wasser hochpumpen, runterpumpen, da muss man Ausgleichsgewässer haben. Und dieses Gebiet ist aber schon lange Naturschutzgebiet, insbesondere dieser hinter dem Damm liegende Teil ist Zone 1, streng geschützt. Und die Steilhangwälder waren bisher aus dem Nationalpark ausgegliedert. Die FFH-Grenze ging auf dem halbhohen Weg, von dem aus hier das Foto gemacht worden ist. Und die Steilhangwälder sollten unbedingt sowohl in das Schutzgebiet vom Nationalpark als auch in das FFH-Gebiet, was in Brüssel gemeldet ist, damit quasi nicht der Schutz der Wasservögel mit dem Schutz der Wälder gemischt wird. Das hat was mit Managementplänen zu tun. Der Bundespräsident wird das aus seiner Obernaturschutzbehörde kennen, dass das was mit Steuerung und rechtlichen Aspekten zu tun hat. Dann hat aber der RP gesagt, wir wollten nur diese Waldhänge und die Zone 1 als Puffer quasi, und dann hieß es aber, entweder ihr nehmt das ganze Naturschutzgebiet oder gar nicht. Und dann haben wir hin und her gewägt und haben gesagt, das wird ja unsere Statistik nicht negativ verändern, und wir kümmern uns, wir sind sogar noch ein bisschen näher dran, können ein bisschen näher und schneller reagieren, wenn was ist. Okay, so sind wir also, dann haben wir die Sinterquelle von am Afferner See geerbt. Die Furzquelle, hat mir der Herr Schmidt gesagt, weil sie so ein bisschen, wenn das Wasser dort, wenn der Gasaustausch entsteht, dann spritzt die so ein bisschen und macht. Und das ist heute nicht mehr so stark der Fall, sie schüttet nicht mehr so stark wie früher, aber zu eurer Zeit muss das wohl unter Kindern schon bekannt gewesen sein. Das ist ein absolut sensibles Biotop, darf man eigentlich nicht drauf rumtreten, das bricht sofort zusammen, das sind alte Tuffsteine. Im sauren Gebiet gar nicht zu erwarten, aber da steht plötzlich eine Kalktuffquelle mitten im Silikatgebiet. Da muss eine alte, in dem Schiefer ein alter Kalkknolle stecken, geologisch. Auch das hatte Norbert Hanek mit dem Herrn Kulig zusammen näher erforscht. Auch ein europaweit geschützter Lebensraum. Ja, dann in Brinkhausen selber sind wir noch über den Wieslo-Graben gesprungen. Das heißt, hier war sonst immer die alte Nationalparkgrenze. Hier drüben sind aber noch genauso schöne Blockhalden und oben drauf sind auch Pfingstmilken, sodass dieser Waldhang, und da er auch beim RP schon als FFH-Gebiet ausgewiesen war, mit dem ganzen Brinkhäuser Wald auch dazugekommen ist. Jo, dann sind wir einmal durch die Runde, zeigen wir mal ein paar floristische Besonderheiten, die wir erwähnt haben. Türkenboden, Graslinie haben wir gesagt, den ausgestorbenen Frauenschuh wollen wir vielleicht wieder herzaubern, müssen wir mal gucken. Dann so ein Steppenwald-Element, der gelbe oder großblütige Fingerhut. Seidelbass kennen Sie alle. Das ist am Schlossberg, vermutlich von alten Mönchen vor 1000 Jahren eingeführt, aber ist völlig naturnah eingegliedert. Auch die Botaniker wissen nicht genau, ob es eine einheimische oder eine eingebrachte Pflanze ist. Die grüne Lieswurz, eine Christrosenverwandte. Gut, dann gehen wir noch mal ein bisschen durch. Die Prachtnelke haben wir eben schon mal gesehen. Dann die Trockenrasen-Orchideen, dreizähniges Knabenkraut, der Fliegenrackwurz, der Fransen-Enzian, der Wiesensalbei. Und da ist die berühmte weiße Segge, also berühmt nur unter Insidern. Der Gast wird dann nur ein Stückchen Gras sehen. Und das ist auch ein bisschen trittempfindlich. Dann sind die noch sehr alte Flechtengesellschaften, Psora, Dezipiens, kenne ich gar keine deutschen Namen für.
oder auch die Knollenblume kennen manche von Ihnen wahrscheinlich aus dem Garten. Wilde Standorte davon. Der Kreuzenzian ist einer von diesen in den letzten 30 Jahren kurz vor dem Aussterben stehenden Art. Wir haben nachgesucht, hatten von den ehemals 5 bis 10 Standorten nur noch einen gefunden. Der war im Naturschutzgroßprojekt zum Glück. Und die letzten 3 Pflänzchen sehen wir gleich auf Bildern, das müsste jetzt kommen. Genau, da hat ein Rieschheiß hinter dem Schloss ein Foto gemacht. Und man kann ziemlich genau an den Häusern den Winkel erklären. Wir haben dann den Hang gefunden, haben diese Stelle, wo die Enzianer stehen sollten, das muss alles blau gewesen sein, auch hier oben in dem Bereich muss alles blau gewesen sein in den 50er Jahren, haben gesucht und haben noch 3 Pflänzchen gefunden. Das war quasi die Schwarz-Weiß-Fotografie vom Herrn Nieschalk. Und wir haben dann mit dem Landschaftspflegeverband von diesen 3 Pflanzen Samen abgenommen, in die Uni Marburg geschickt und dort im Botanischen Garten vermehren lassen. Die haben uns 400 neue Stecklinge gemacht. Die haben wir wieder ausgepflanzt, es war aber sehr trocken, wir mussten sie gießen, damit sie anwachsen. Und heute haben wir wieder 100 Stück ungefähr. Also nicht alle 300 sind angegangen, das ist dann auch schwierig. Und jetzt muss auch natürlich auch die Beweidung laufen. Dieselben Geschichten könnte ich jetzt noch zur Sandstrohblume erklären, aber zu diesem Ding, das haben wir auch in der Uni vermehren lassen, ist wohl die einzige Stelle in Hessen, die wir noch entdeckt haben. Das hat auch keiner gemerkt. Vor Jahren, in der letzten roten Liste, gab es noch Dutzende in Hessen davon. Das spatelblättige Kreiskraut heißt es, glaube ich. Gut, dann kommen wir zu den Edersee-Pflanzen nochmal. Die haben eine haben wir eben schon gesehen. Das ist die kleinste Blüte Europas, ja, Millimeter groß, auch im Nelkengewächs, in der Schlammlingsflur im Edersee, oder auch das Mauergipskraut, und hier ist dann das Mauergipskraut, und dann, die haben wir ja schon alle miterlebt. Gut, dann kommen wir gleich zu den Tieren, den feilchenblauen Wurzelhals-Schnellkäfer, müssen wir immer zitieren bei der Presse. Ist der Matthias Schulz noch da? Ja, du kennst ihn schon reichlich, Ulyscus violaceus, das Flaggschiff der Käferkunde, von 10 Fundorten in Deutschland, 7 am Edersee. Ja, und noch eine Reihe anderer spannender Dinge, das ist der Steppengrashüpfer, von dem ich berichtet hatte. Also auch nur eine kleine Auswahl. Wir sind jetzt bei 8500 verschiedenen Arten in der Inventur. Dann nochmal ein tagfliegender Nachtfalter, der russische Bär. Richtig attraktives, tolles Tier, gerne liebend, an den Edersee-Hängen auch recht gut verbreitet. Jo, hier sehen wir nochmal das, was wir mittlerweile aus unserer Forschung als Urwälder bezeichnen, also als letzte deutsche Urwaldrelikte, an denen der Mensch nicht wirklich nennenswert verändern konnte, weil es einfach zu steil und zu steinig war. Das sind 12 Gebiete mit ungefähr 150 Hektar, eigentlich Fliegenschiss, wenn man die Ukraine oder die Slowakei oder die rumänischen Karpaten betrachtet, wo noch ein paar tausend Hektar von diesen Waldtypen existieren. Gut, das einfach nochmal als Eindruck von so einem Urwaldrelikt an der Kanzel nach Norden fotografiert. Nächstes Bild ist quasi jetzt das Resümee. Die Anliegergemeinden nennen sich jetzt Nationalparkgemeinden. Das war die Übergabe eines Schildes. Ja, ich glaube, wir sind ganz froh, dass wir das jetzt so gemacht haben und ich glaube, wir können da auch gut mit Werbung betreiben. Jo. Ich denke, da müssen wir jetzt nicht groß eingehen. Das dauert dann doch zu lange. Die Chancen und Synergien fassen sich einfach zusammen. Wir haben einen großen Anteil von Schutzgebieten Platz Damm gekriegt, wir haben die landwirtschaftlichen Vorrangflächen rausgelassen, wir haben kaum Siedlungsstrukturen drin, obwohl natürlich die Jugendherbergen jetzt alle schön nah dran liegen. Und wir hatten damit auch eine Menge Synergien, wir haben das Großprojekt damit gegenüber dem Bund rechtfertigen können. Es gab auch ein paar Herausforderungen, das Band ist einfach ein bisschen schmal für einen Nationalpark, aber es ist natürlich so hochwertig, dass man es schützen muss. Und wir haben jetzt, wie gesagt, die Jugendherbergen direkt dran, wir haben die Seilbahn drin, wir haben relativ viel Aufwand mit der Verkehrssicherung gehabt, haben auch das einigermaßen naturschonend hinbekommen. Also ich glaube, die Dinge sind gut vorangegangen. Wir haben, was vielleicht auch ganz wichtig war für die Gemeinden, eine etablierte Verwaltungsstruktur, die sich um das kümmern kann, was da alles angesprochen wurde.
Wir setzen Ranger und Naturparkführer gemeinsam ein und wir haben natürlich jetzt eine Menge Naturattraktionen auf den nördlichen Teil gewinnen können. Wir sind insgesamt etwas größer geworden, was unsere Zertifizierung angeht und wir haben einen Biotopverbund mit den Nachbarn aufgebaut. Auch das ist dann in Fachkreisen immer wichtig. So tragen wir bei zu globaler Dimension, zu landesweiten, nationalen, internationalen Entwicklungsvorgaben, die es sowieso gab. Bündnisziele und so weiter, EU-Biodiversitätsstrategien und wir versuchen die Biodiversität hier nicht mehr weiter schrumpfen zu lassen. Das ist so der globale Belastungsteil, das was Herr Eppler angedeutet hat. An vielen Stellen haben wir unsere Grenzen des Wachstums überschritten und es ist nicht mehr 5 vor 12, sondern 5 nach 12. Das ist ungefähr die Grenze, die die Erde erträgt und manche Dinge springen jetzt jeden Moment in den Kipppunkt. Aber wir wollten ja heute feiern und positiv sein. In diesem Sinne müsste jetzt, ja, da ist nochmal unser Welterbe, dass wir ganz stolz sind. Wir hatten gerade vor 3 Wochen alle Mitglieder der Europäischen Welterbestätte hier in Bad Dürkheim versammelt, hatten das sogenannte JMC, Joint Management Committee, war für uns auch spannend, war ein Familientreffen mit erweiterter und neuen Partnern. Jo, die touristischen Chancen, das könnte der Bürgermeister besser erklären. Attraktives Landschaftsensemble, ja, eine touristische Infrastruktur, die schon da ist, die davon profitieren kann. Die Hotellerie, die Gastronomen, die Dienstleister haben jetzt einen direkten Zugang auch im Norden. Das Wegenetz ist sowieso attraktiv und wir haben noch eine Reihe von Entwicklungspotenzialen. Da müssen wir nur zusammenhalten und gemeinsam dran arbeiten, dann klappt das schon. Ja, ein bisschen Stimmung am Ende, enorme Chancen auf ganzheitliche Entwicklungsstrategie mit höchster Strahlkraft aus einem Guss. Wir haben einfach alle einzigartige Alleinstellungsmerkmale, die andere in Hessen oder in anderen Teilen Deutschlands nicht oder kaum haben. Da sollten wir uns drauf besinnen. Und für mich wird nach 30, 33 Jahren Arbeit seit dem November 89, als wir bei Norbert Panik im Keller gesessen haben, zurückschalten, einfach hoch, genau. Wird für mich eigentlich eine Vision, Möglichkeit. Wir haben das alles geschafft, was da drauf steht. Nationalpark, Naturpark, Welterbe, Naturschutzgroßprojekt, Geopark, Niederregion sind wir auch die erfolgreichste in ganz Hessen. Wir haben eine Arche-Region, die auch die zweitgrößte in Deutschland ist. Wir haben 100 Jahre Edersee vor einiger Zeit gefeiert. Wir haben den Oberwaldsteig und den Kellerwaldsteig als hochattraktiv und das ist für mich ökologische, nachhaltige Entwicklung einer Region. Wir sind eine Vorbildregion, denn mittlerweile heute war die ZGF, die Zoologische Gesellschaft Frankfurt, da mit weltweit verbreiteten Naturschutzmanagern, die hier geschult werden bei uns. Aus allen Erdteilen, Afrikaner, Südamerikaner waren heute da. Die lassen sich von uns erklären, wie man Biotopmanagement und Schutzgebietssteuerung betreibt. Das ist natürlich ein Beweis, dass wir attraktiv sind und dass wir Vorbild sind. Und erst dann, wenn das alles funktioniert und klappt, dann kommt das, was wir ja alle erwarten, die regionale Wertschöpfung. Also dass daraus Werte entstehen, Nachhaltigkeit entsteht und es auch funktioniert und gelebt wird. Und dazu brauchen Sie alle. Wir müssen das leben und immer wieder dranbleiben und wie gesagt die Herausforderungen dran anknüpfen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich hoffe, ich konnte dem Festakt etwas Hübsches beitragen. Uns auch nicht allen bekannt ist, vielleicht Anregungen für die nächsten Wochenenden mal dieses Gebiet auch zu erkunden, ist ja nicht so ganz Kerngebiet der Hildertaler Gemarkung, aber auf jeden Fall eine Reise wert, wie wir heute erfahren haben. Auch hier möchte ich unser neues Band Natur-Hildertal bereichern. Vielen Dank, doch vielen Dank nochmal für den tollen Vortrag.